Und in Bloodborne, das ist ein Platin-Guide und ganz, ganz wichtig ist am Anfang so einen hässlichen Charakter zu erstellen. Das ist sehr, sehr wichtig mit dieser Frisur und dieser Farbe. Zweiter Punkt ist, benenne ihn Schmokosaurus. Und dann ein wirklich wichtiger Punkt ist hier Militärveteran. Also nimm bitte Militärveteran, weil das ist eine Skillung, die wir brauchen. Dann gehen wir hier auf Abschließen. Und dann geht's los. Jo. Ja, das wird ein einfacher Guide. Also das bedeutet für Anfänger, Anfänger gerichtet. Viele Leute haben Angst vor Bloodborne, sie haben Angst, Platin in Dark Souls zu machen und so weiter und so fort. Dabei sind diese Spiele halt gar nicht so schwer, wenn man denkt, wenn man sich halt auskennt. Also das heißt, man braucht einfach ein gewisses Wissen und das werden wir dir hier alles beibringen und wir werden das so durchzocken, dass es auch ein Anfänger schaffen kann. Also das heißt, ja, wir laden dich ein, so ein geiles Spiel zu platinieren wie Bloodborne, mehr über das Spiel zu erfahren und ja, ich kann dir einfach eine Sache sagen, als ich das erste Mal damals zum Beispiel Dark Souls platiniert habe, das hat mich einfach verändert. Ja? Also wenn du so ein Spiel mal platinierst, dann kommst du dir wie der größte Motherfucker vor und dann kennst du keine Grenzen mehr. Also deswegen laden wir dich mal ein zum Platin Guide. So, hier haben wir eine Bestie. Wir können sie natürlich schlagen hier, aber wir sterben jetzt einfach mal, damit wir in den Jägertraum kommen. Also einfach mal hier hitten lassen. Und in diesem Traum des Jägers, da können wir dann unsere Waffen einsammeln. Das ist ein bisschen blöd gemacht. Wie gesagt, wenn man sie nicht auskennt, checkt man am Anfang überhaupt gar nicht, wohin, was und wie. Einfach mal hier, ja, das machen, was wir zeigen. Und dann wirst du dich sehr, sehr schnell auskennen und sehr schnell kapieren, was zu tun ist. So, dann kommen wir hier an. Gehen wir hier hoch. Hier sind diese kleinen komischen Geister. Dann nehmen wir jetzt die erste Waffe. Dann nehmen wir die Jägeraxt. Ganz wichtig. Und hier nehmen wir die Donnerbüchse. Dann kannst du hier das auch noch einsammeln. Notizbuch. Dann gehen wir runter. Hier zu diesem Grabstein. Und fliegen wieder zurück. Ja, warum die Jägeraxt? Das ist die stärkste Waffe vom Schaden. Und sie hat einfach auch die größte Reichweite. Und ich finde halt, Reichweite ist sehr, sehr wichtig, besonders für Anfänger. Wir haben auch einen aufladbaren Schlag. Der ist sehr, sehr stark bei der Axt. Und der wirft die Gegner auch um. Ich werde dir gleich alles zeigen. So, jetzt kommen wir wieder dort an. Iwan schreibt, ich gebe immer gerne echte Dämonennamen, wie zum Beispiel Sabnok, Ach so. Maurice der Hölle, er befehligt 50 Legionen. Okay, also hier erstmal ausrüsten, Start und dann hier die Waffe ausrüsten und auch die Jäger-Donnerbüchse. Und jetzt siehst du, können wir beide bedienen. Ja, wir können auch staggern mit der Waffe. Wir machen aber so, wir drücken jetzt L1. Zack, klappen die Axt aus, gehen an ihn ran, laden sie auf und hauen ihn weg. Fertig. So, nehmen wir Blutfiole mit. Wenn du die Axt ausgeklappt hast, kannst du nicht mehr schießen. Du kannst aber auch in der Combo sie wieder einklappen, dann weiterschlagen, ausklappen. Also einfach L1 drücken. Dort lagen noch Blutechos. Wo lagen Dort Blutechos? hinten. Dort. Wo? Hinter. Nein, da sind keine Blutechos. Das sind tote Menschen, die gestorben sind. Okay. Wenn du die draufklickst, dann siehst du, wie sie gestorben sind. Das sind die Leute, die gerade auch hier online spielen. Nee, weil du hast halt 235 noch. Hä? Du hast halt nur 235, deswegen frage ich mich halt. Weil am Anfang hattest du 300. Ich hatte 300 von was? Ja, Blutechos. Von was denn? Ich habe niemanden getötet gehabt. Ja, das dann. Ja, aber manche Klassen haben Standard eine gewisse Anzahl dabei. Okay, jetzt verwirrst du mich ein bisschen. Gucken wir mal nochmal nach. Wo sind meine Echos? Ah, da. Da sind sie. Okay, danke, Bro. Ich dachte, du meinst diese anderen Flecken. Okay, 555. Ja, macht jetzt nicht so viel aus, aber gut, mal mitgenommen. Okay, gehen wir weiter. Upgraden, jetzt kommen wir zum nächsten Punkt, der halt ein bisschen komisch ist hier. Also der echt verwirrend ist. Ich finde, ein Bloodborne am Anfang ist voll verwirrend, wenn man halt ein paar Informationen nicht hat. Jo, hi Alex und Servus Muki Muki. Muki Muki! Servus, Hello! Servus, ihr beiden. Jo, Servus! So, soll mal alles sein. Blutfiolen, mit denen kannst du dich heilen. Auf Dreieck. Molotov Cocktails. Die können wir hier ausrüsten. Start 6 Stück. Perfekt.
Können wir dann auch benutzen. So, dann machen wir das mal auf. GF-Boy schreibt, das Game ist mega geil, hab es aber nicht ganz Platin. Ja, dann komm, ziehen wir zusammen durch. Es ist ein geiles Feeling, so ein Spiel auf Platin zu haben, Leute. Das ist schon heftiger als Resident Evil. Das ist schon schwerer. So, dann aktivieren wir mal hier diesen Bonfire sozusagen. Und hier ganz wichtig, hier musst du bitte reden mit diesem Typ hier. Am besten zweimal, wenn nicht, dass es dann doch nicht klappt. Und wenn du dann einen gewissen Boss gekillt hast, dann kriegst du bei ihm so einen Bunsenbrenner. Der ist halt sehr wichtig. Vor allem, wenn du halt mit Magie spielst. Da siehst du, wie krass unsere Waffe ist. Also erstens, wir machen sehr viel Damage. Zweitens, wir haben einfach voll viel Reichweite. Hoppa, das habe ich jetzt ein bisschen kacke gemacht. Das ist ein Problem. Wir haben die Reichweite. Die Reichweite ist uns auf unserer Seite. So. Immer schön die Ausdauer im Auge behalten. Das ist der grüne Balken. Gehen wir hier mal runter. Hier wird es ein bisschen heftiger. Also hier sind deutlich mehr Gegner. Aber wir haben ja unsere Axt. Hoppa. Chill mal. Okay, nice. Die Stadt ist am Ende. Nice. Also du siehst, jetzt denke ich mal, verstehst du, warum ich die Axt genommen habe. Das ist einfach eine kranke Waffe. So, dann können wir hier mal aufmachen. Und wir können diesen Schmokosaurus mal killen. Einfach mal, um uns gut zu fühlen. Weil wir es können. Hoppa. Okay. Heilen und greifen. Bei dem würde ich immer seitlich ausweichen. Fertig. So, was hat er gedroppt? Blutfiole. So, dann nochmal kurz überprüfen. Ah ne, hier war nichts. Genau. Er hat natürlich jetzt ordentlich Blutechos auch gedroppt. Jo, hi Albert. 1700 haben wir schon. Jojojo, servus Leute. Albert ist auch am Stiesel. So, dann gehen wir erstmal hier hoch. Klopfen hier mal. Da sind so verschiedene NPCs. So, Molotow, nice. 10 Molotows haben wir schon, okay, das läuft richtig gut. Das können wir auch nochmal. Jan schreibt, jo, freue mich, dass ihr wieder da seid. Habt ihr geschrieben, Nico, aber hat sich ja jetzt erledigt, wie das geht. Jo. Ja, ich weiß nicht, warum das abgebrochen ist. Oh, keine Ahnung. So, hier ist ein Schmokosaurus, pass auf. Hier macht nicht lange. Das ist nur mal Miet. Ja, und wie gesagt, also Dark Souls und Bloodborne, das sind halt so Sachen, das sind so Spiele. Da musst du halt auch gewisses Wissen haben, weil sonst... Okay, da hat mich jetzt hier unnötig penetriert. Ohne Wissen... Kein Gewissen, na Spaß. Ohne Wissen keine Chance. Oh, der lebt noch. Schön die Reichweite. Zack. Ich liebe diese Waffe, die Liga. Komm hier! Komm hier, komm! Schön ins Leere schlagen lassen. Hallo! Reichweite ist einfach nur krank. Guckt euch mal das an. Wie gesagt, auf L, auf R2 machen das. Einfach R2 festhalten. Mit dieser Attacke. So, da müssen wir jetzt noch ein bisschen aufpassen. Weil hier sind ein paar Schmokosaurus noch. Guck mal, wie viele hier sind. Das ist einfach krank. Und es gibt auch zwei Scharfschützen. Ja, tschüss. PF-Boy schreibt, er hat damals sehr viel auf Platin gemacht. Nice. Und Jan fragt, also, Nico, würdest du sagen, dass diese Riesenaxt die beste Waffe für Anfänger ist? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sonst hätte ich sie eigentlich genommen. So, springen wir runter. Ja, Albert hat geschrieben, Umbrella wurde gerade von Stars gehackt. Ihr benutzt ja mein Umbrella-System auch und deswegen ist der Stream abgestürzt. Keine Achso. Sorge, ich habe Hank schon auf den Schmock gesendet. Hoppa. Kundikus wurde auch gekillt.
So, jetzt erstmal den Schützen hier. Mad Mars, Mars Gaming Chef, hallo, Nico und Brase, erfolgreiche Platinierung wünsche ich. Danke. Jo, servus. Ah, da, ich kenne ihn. Ich kenne ihn. Ja. Gameboy schreibt, aber da mal ein Kumpel Kacke mit meinem Profil gemacht hat, ist alles weg. Okay. Und jetzt legt er nicht mehr so viel Wert drauf und hab auch nicht mehr die Zeit für Platten. Okay. Man hat immer Zeit für Platten. So, geh mal einfach weiter. Wenn man Zeit hat, ein bisschen zu spielen, dann hat man auch Zeit, Platten zu machen. Es ist ja egal, Spielen ist Spielen. Also das ist halt eher so Einstellungssache halt. Aber ich verstehe das, wenn man so was Hartes dann verloren hat, dann kann sein, dass man so einen kleinen Napfer kriegt. So, dann klopfen wir auch mal drauf. Jetzt kriegen wir die erste Waffe. Es gibt hier einen Erfolg, also eine Trophäe. Da müssen wir alle Waffen finden. Smoking SS, sag ich mal dazu. Schreib viel Spaß, Grüße aus der Arbeit. Jo, da ist die Fackel. Also die Fackel. Ja. Wir werden alles verlinken mit Time Links. Und dann kannst du da rumspringen und gucken, falls dir irgendwas fehlt. Weil vielleicht hast du ja manche Erfolge schon und nur ein bisschen fehlte. Schreit wie so ein Hund, Alter. Also ein Hund! Ja. Ja, die werden wir aber nicht töten. Ja, bester Mann. Ja, ja, das natürlich. Hab ich ja gemacht. Letztes Mal. Wo der Stream abgebrochen ist. Okay. Angelo schreibt, wundert mich, dass du noch keine Platin hattest. Warum? Warum wundert dich das? Ich hab zeitlang überhaupt gar nicht mehr gespielt. Also. Gar nicht mehr. So, hier sind jetzt voll viele. Jan schreibt. Die können wir schön anschießen. Super, wenn ich dann Bloodborne habe, weiß ich, dass ich mir die Riesenachse als Anfangswaffe wähle. Okay, let's go! Vitali schreibt, Servus Leute, gestern Resi 2 No Way Out und sie mit eurem Guide geschafft. Danke. Oh yes, No Way Out ist echt nicht ohne. Also das ist schon kein Zuckerschlecken. Respekt, Alter. Solid Snake schreibt, kann auch das DLC empfehlen und klasse, dass ihr in letzter Zeit so oft Spiele wie Dark Souls spielt. Jo, danke. Ja, wir werden jetzt alle Spiele platzieren, also alle Dark Souls Spiele platzieren noch. So, dann gehen wir hier weiter. Albert fragt, Brasa, wann kommt die nächste COD-Platinierung? Bald. Jetzt kommt erstmal Tony Hawk in 2 Tagen. Das ist ja, kommt neu raus. Und dann, wir werden diese COD-Platinierungen reinschieben, also zwischen die Dark Souls-Platinierungen. Also, weil Souls-Spiele sind halt ein bisschen schwerer zu platinieren. Ja. So, einfach zum Abchillen, gell, Bro, so, zum Runterkommen, so was Leichtes mal. So, wir können hier am besten hier vorbeirennen, bei denen. Und man kann sie auch hier runterlocken. Und dann hier erledigen. Sag einfach Smoke. Alles klar, mach ich. So, von hier kann man sie dann erledigen. Hat COD MW2 noch geklappt mit Platin? Nee, ich habe die Trophäe nicht bekommen, weil sie verbuggt ist. Bin auch noch nicht dazu gekommen, das nochmal zu machen. Aber, ja, werde es dann einfach so lange machen, bis ich dann endlich diese dreckige, verbuggte Trophäe bekomme. Ja. Ja, manchmal ist halt so. Ja, wir platinieren auch Dark Souls 2. Ja, natürlich alle. Zack. Kannst du hier in Ruhe hier killen, wenn du Bock hast, kriegst halt ein paar Blutechos. Weil die droppen ja ein bisschen mehr. So, der ist jetzt down. Noch einer. Ja, die Axt ist halt echt krank. So, ist er tot. Okay, jetzt. So, wir droppen auch Blutfiolen. Das ist nice. Iwan schreibt, ich kann dir schon mal für den Boss Amygdala einen Tipp geben. Immer auf die Eier hauen, dann hat er nur einen Jump-Move, bei dem du eine Rolle machen musst. Ansonsten hast du es mit Laserattacken zu tun. Jo, danke. So, den killen wir auch mal. Jetzt machen wir hier eine schöne Abkürzung auf. Ja, Crash Bandicoot 4 werden wir auch platzieren. Ah, das wird auch krank. Das wird krank.
So, hier ist noch ein Obi. Welche Trophäe war bei CD verbuggt? Wollte die Tage auch damit anfangen. Die Trophäe war verbuggt, indem du das ganze Spiel durchspielen musst, ohne zu sterben. Und wenn du stirbst, kannst du aber die Mission neu starten. Aber das ist anscheinend irgendwie ein bisschen verbuggt. Und deswegen habe ich sie nicht bekommen. Hoch hier. Jetzt machen wir hier eine Abkürzung auf. Da waren auch ein paar andere Trophäen noch verbuggt, aber ich habe es einfach so lange gemacht, bis ich sie bekommen habe. So, jetzt haben wir die Abkürzung aufgemacht. Dann können wir jetzt mal dahin. Das Problem ist, wir haben noch keine Einsicht. Das ist oben rechts, dieses Auge, da haben wir 0. Und ohne die Einsicht können wir die Puppe nicht erwecken. Und ohne die Puppe können wir nicht skillen. Das werde ich gleich alles zeigen. Zack. Okay, 2 auf einen. Hi, Christopher. Okay. Ja, das ist unsterblich, heißt die. Brasa, hast du die Mission, in der du gestorben bist, vom Hauptmenü? Nee, ich habe so neu gestartet, nicht vom Hauptmenü. Weil mir wurde gesagt, dass das auch so geht. Beide Varianten. Nee, auch Veteran nicht. Kannst du auch Rekrut machen. Oh, Alter, der hat mich noch getroffen. Okay, schade. Das war echt kacke ausgewichen. Also das war richtig scheiße ausgewichen. Okay, 3-9 haben wir noch. Es ist halt so, die Blutechos kannst du halt einsammeln, aber wenn Gegner in der Nähe sind, fressen sie deine Blutechos und dann kriegen sie solche blauen Augen. Das bedeutet, der beschützt jetzt unsere Blutechos. So, müssen wir halt ein bisschen aufpassen hier, weil ich will die 3-9 nicht verlieren. Jan schreibt, ich finde das Design von Bloodborne sowas von geil, ist auch genau meins und bei euch, Brasa, Nico. Ja. Geil, richtig geil. Geile Scheiße. So, dann können wir hier nochmal schnell nochmal abfarmen. Nico, hast du Interesse an Code Rain? Dieser Dark Souls Klon hatte es mir mal als Download geholt, aber bekam es geschenkt. Ich kann mit dem Original nichts anfangen, dann kann ich dir es schicken, schreibt Jan. Alter. Ja, das wollte ich eigentlich probieren, das Game. Code Rain. Also ich würde es auf jeden Fall zocken. Also ich würde es im Stream zocken und dann, wenn es geil gefällt, dann würde ich sogar platinieren. Wir können die auch staggern mit der Waffe. Du musst im richtigen Moment schießen, wenn er ausholt. Also das ist krass, was man dann abzieht. So, da ist dieser Schmokosaurus. Siehst du, der hat jetzt blaue Augen. Staggern. Und... Perfekt. So, wir haben unsere Blutechos. Da sind sie. 4300. Hi, One schreibt, Nico, sag Bescheid, wenn du die Glocken läuten willst. Ich stehe in den Startlöchern. Hä? Hey. Ach so, meinst du, okay. Wegen Coop. Code Vein so, hatte ich auch, Bock, aber erstmal From Software. Das ist jetzt eine kleine Abkürzung hier. So, dann können wir hier noch hoch. Albert fragt, wann kommt der nächste Resi-Stream? Ich brauche Resi, das ist meine Sucht. weiß ich noch nicht. Also jetzt machen wir erstmal Tony Hawk, ein bisschen ein paar Platinierungen. So, hier sind ein paar Hunde. Können wir hier schön in den richtigen Kill, damit wir uns keine Probleme machen. Ansonsten bin ich Fan, die Schrotflinte einzusetzen gegen die Hunde. Kleine Bastarde. Komm hier! Jan schreibt, freu mich, Nico, ich schicke es dir zu, wie bei Damir. Am Wochenende hast du's. Krank, Alter, danke, Mann. Damir müssen wir auch noch zocken. Jan hat uns das geschenkt. Richtig krank. Jo, hi, Steven, servus. Komm hier. Hoppa! Solid Snake schreibt, Code Vein ist richtig geil. Natürlich kein Dark Souls oder Sekiro, aber schlecht ist es nicht. Ja, Mann. Ich freu mich. Werden wir machen. So, hier ist noch ein Hundikus. Schrotti. Dann können wir hier mal mit der Tussi reden. Klick, klick, klick. So, und dann gibt es hier ein kleines Geheimnis. Dann nehmen wir mal eine Quest das an. Man kriegt hier nochmal eine Waffe. Und man kann sie killen, aber die ist noch viel zu krass. Oder man kann die Quest machen. So, das macht nehmen wir mal. So, dann müssen wir nochmal, glaube ich. Aha, Umhang loswerden. Okay, passt. So, dann klappt man nochmal die Axt aus, weil es gibt hier Leichen. Klick, einfach mal runterhauen. Jetzt liegen die da unten. Hi One also schreibt, Damir wurde nur von 2 Leuten entwickelt, soweit ich weiß. Krass.
Zack. Oh, runter damit. Und dann würde ich hier mal runterspringen. Nero Boy schreibt: Tag, weltbester Streamer aus ganz Deutschland. Danke. So, Kriegsilberkugelchen. Jetzt kommt hier nochmal ein bisschen heftige Stelle, weil hier voll viele Schützen sind. Man muss halt ein bisschen aufpassen. So, der ist schon mal weg. Ui, immer noch, ne? Alter! Kill mal! Willst du selber killen? Ich umlauf das mal lieber. Man kann auch gleich nach unten gehen, aber ich will hier ein paar Sachen noch einsammeln. Ja, der Evil Within 2 ist beendet. Das war's für uns. Das geniale Spiel wurde unterbrochen. Was geht, Bloodborne? Habt ihr das nicht schon gespielt? Ja klar, haben wir gespielt. Yo, hi, Santos Gaming World. Kann man auch schön mit der Schrotte arbeiten. Hier ist noch eine kleine Mistgeburt, die sich versteckt. Verstecken sich sehr gerne die Viecher. So, ich würde jetzt hier noch hier auf diese auf diesen Balken mal landen. Jo, viel Spaß dir, Albert. Zack. Noch. Komm runter, komm. Uiuiui. Wuhu! Yes. So, dann. Genau, hier war nichts. Gehen wir nochmal hier zurück kurz. Hier konnte man auch runterrutschen. So. Santos genau. Gaming World schreibt, ich habe Sekiro gestern erfolgreich beendet. Oh yes. Nice. So, immer schön auf die Ausdauer. Gott sei Dank, hat er geschrieben. Ja, das ist ein krankes Spiel. Ui! Alter. Oh, das gefällt mir nicht. Hä? Alter, was ist los? Die scheiß Ratten? Ey, nee, ich sterbe jetzt nicht an den Ratten. Hab mich voll eingeschlossen. Ich konnte nicht durchrollen. These five. Okay, dass ich an den Ratten sterbe, das hätte ich jetzt nicht gedacht, aber naja. Seid ihr fertig mit Evil Within oder kein Bock? Nee, kein Bock. Taugt uns nicht. Ist nicht unseres. Da muss man viel zu viel stealthen. Brase und ich, wir mögen das überhaupt nicht. Das Gestelfe da. Nee. Nee. So, jetzt sieht man Brother besser. Was sagt ihr zu Resi 8? Ja, geil. Ja, freuen wir uns. Wir freuen uns drauf. Sind wir gespawnt. So, jetzt müssen wir schauen, dass wir unsere Blutechos mitnehmen. Und wir können halt bis jetzt immer noch nicht leveln, weil wir keine Einsicht haben. So, das ist down. Die nehmen wir immer schön mit. Fast. Quecksilberkugel. 20 Stiegel. So, ja. Sterben gehört hier dazu. Kleine Info zur Einsicht, also ja. Für jeden, so damit es verständlich ist. Einsicht bekommt man durch Töten von Bossen, Finden durch Items oder Online-Helfen. Also ja. Man hat drei Varianten, um Einsicht zu bekommen. Ja, das war gut. Dass die Leute das gleich kapieren so. Haben wir eigentlich. Was meinst du, Max Albert? Wie kommt ihr immer auf diese Spiele? Respekt. Was meinst du, wie Spiele Bloodborne? Kennt doch jeder. So, gehen wir noch. Schade, hätte echt gern gesehen, ob ihr es auch ganz schwer packt. Ja, natürlich hätten wir es gepackt. Du denkst, du siehst doch, wie wir zocken. Man muss halt dort viel mehr stealthen so und sowas so. Das ist überhaupt nicht meins, muss ich sagen. Bei mir ist es zum Beispiel so, je schneller ein Spiel ist, vom Movement und von der Geschwindigkeit, desto geiler macht mich das. Ja, bei mir auch. So, geh mal hier mal rum. Hey, mach keinen Scheiß. Mehr schreibt.
Moin Leute, hab gerade die Platin in Iceborne gekriegt. Himmel, Arsch und Zwirn. Zocke das Game, seitdem es raus ist. Die Goldkronen haben richtig selten Wahrscheinlichkeit. Okay. Okay, krass. So, nehmen wir unsere Blutbechers. Die wurden nicht gefressen, komischerweise. Hier, friss. Okay, so, die sind down. Das nehmen wir mit. Wissen des Verrückten. Das müsste auch die Einsicht sein, soweit ich mich erinnern kann. Schädel eines Verfluchten bringt Einsicht, genau. Jetzt können wir das hier ausrüsten. Und dann... Unter 1% verwenden! Drop-Wahrscheinlichkeit. Nice. So, wir sind bei 5000. 600 Blutechos. Ich würde jetzt noch ein bisschen weiter zocken, also bis zum Feuer. Sozusagen. Ich riskiere das mal. Habt ihr die Gamescom verfolgt? Ja, nichts Besonderes. Also nichts, was mich umgehauen hat. So, dann gehen wir hier erstmal hoch, Leute. Da müssen wir noch ein paar Sachen öffnen. Und da können wir auch mal skillen. Oh, ich freue mich so auf Bloodborne Platin. Das wird eine geile Reise, Leute. So, da gehen wir hoch. Ui, die Axt. Die killen hier. Miet. Kiesel kann man auch schmeißen. Man braucht für Hauptspiel plus die Iceborne insgesamt 100 plus Stück. Boah. Okay, was? Drop-Wahrscheinlichkeit 1%. Unter 1%. Leg mir was. Wir haben nochmal eine Einsicht bekommen. Je mehr Einsicht du hast, desto mehr verändert sich auch in der Welt, weil du dann sozusagen sehend bist. Wir haben jetzt 2 Einsicht. So, hier können wir auch nochmal ein NPC. Staggern. Oh! Ich dachte, du hast gestaggert. Oh, sowas hasse ich. Komm schon. Let's go! Oh, aus Versehen nochmal. Okay, da war jetzt wieder gestaggert. Na. Was ist los mit mir? Ah, hier, komm, fang. Schenke ich dir. Schenke ich dir zu Weihnachten. Kein Bock hier, mit dir rumzuflaxen. Geh mal hoch. Das war jetzt richtig kacke. Normalerweise die großen Gegner, ich weiß nicht, was los ist mit mir, also weil normalerweise die großen Gegner kannst du voll easy killen. So, hier können wir auch klopfen. Einsichten sind easy zu bekommen. Mutter das Mädchen finden. So, machen wir. Kleine Spieluhr haben wir bekommen. Hatte selbst auch über 100. Nein. Ah, das mache ich hier. Zack. Zack. Jetzt haben wir über hier eine Tür aufgemacht. Ich überlege gerade, also das ist die Abkürzung. Ich überlege, ich gehe mal weiter, ich riskiere. Ich habe fast 6000 Blutechos. Also ich gehe nicht skillen. Ich mache einfach weiter. Ich liebe das Risiko. Am Ende verliere ich alles und ja, hab Pech gehabt. So, Risiko. Dann gehen wir hier weiter runter. Hier sind ganz, ganz viele so Wasserleichen. Da musst du ein bisschen aufpassen. Don schreibt, viel Spaß später in den Kelchlabyrinthen. Danke. Danke. Ja, die sind richtig scheiße. So, einer ist down. Hier sind ganz viele. Also du siehst es. Da muss man ein bisschen aufpassen. Hier sind echt viele. Heftig, gell? Ich fand die Stelle voll krass, als ich das erste Mal gespielt habe. Immer schön geduldig hier, auf Abstand. Einen nach dem anderen ausschalten. Jawohl. Dann sammeln wir alles ein.
Und dann... Jo, danke dir, Jason. Gehen wir erstmal in diese Richtung. Hier sind noch mehr. Ja, das war nicht so gut. Scheiße, der hat hier Gift versprüht. Mehr schreibt, die Goldkronen repräsentieren ja das kleinste oder größte Exemplar einer Monsterspezies. Deswegen so viele, weil für jedes Monster 2 Goldkronen. Diesen Sprungangriff kannst du nach vorne gleichzeitig mit R2 machen. Ist halt vom Timing ein bisschen schwierig, finde ich. Also ist nicht ohne. So, passt. Jan schreibt, bin da mal gespannt, Nico, wie du Code Vein findest. Ich finde das geil. Ich denke, ich finde es geil. Also ich vermute, dass es mir voll taugen wird. Ralf Müller schreibt, ich habe ein bisschen was gesehen. Hey, yo, servus, Digi. High One schreibt, wenn du mal ausrechnest, ohne Cloud, Up, Download, sind es 150 Bosse bis zur Platin beim Bloodborne. Okay, krank. Er meint wegen dem Kälchen die ganze Zeit. Shino schreibt, er hat schon Platin seit 2 Jahren. Nice. Blutstein, Scherbe, sehr schön. Hier sind noch ein paar Schmokosaurusse. Sehr schön. Ja, die Axt ist so geil. Okay, die sind down. Hier ist ein Schwein. Da würde ich auf keinen Fall reingehen. In den Tunnel. Das macht sich einfach nur platt. Wir können das dann schön von hinten killen, das Schwein. Also da ist ein Schwein. Bitte nicht reingehen. Wir gehen hier hoch. Wir sind jetzt schon bei fast 7000 Blutekos. Ein Informatiker schreibt, ich brauche den Kelch auch noch. Ja, dann lasst uns das zusammen machen, Leute. Und Shino schreibt, der Kelch ist echt OP. Jo, hi Dana. Ja, das packen wir schon, Leute. Das ist doch easy going. So, dann haben wir hier die Möglichkeit zurückzukehren und das werden wir jetzt machen. Jetzt werden wir mal aufleveln. Jo, hi, servus, Nate River. Jo, 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 Nate River. Auch am Stiesel. Gegen 2. Oh, Alter, was? Ich hab mich komplett verdrückt. Ja, passt. War zwar eine kleine Verschwendung, aber gut. So. Kid Type Zero schreibt, hab's auch auf Platin durch. Bin mal gespannt, wie du die Kelch Dungeons findest. Hab dafür ein halbes Jahr Pause gemacht. Ui. So, hier fliegen wir jetzt mal zurück. Also bei mir war das auch so, ich habe ja damals das nicht mal fertig gespielt. Also wegen diesen Dungeons habe ich das Spiel nicht gemocht. Ich fand das so scheiße, die waren so zufallsgeneriert und so, da habe ich mir gedacht, kein Bock auf die Scheiße. Ansgar schreibt, hi, oh oh, Nico, da jagt jemand die großen Trophäen im Plattform. Okay, also hier, die Puppe ist jetzt erwacht und jetzt können wir schön hier skillen, wir können auch hier reden. So, reden wir nochmal. Okay, immer schön die Dialoge, also hier kanalisieren. Okay, also das erste, was wir machen, wir gehen erstmal nur Vitalität auf 30. Was anderes machen wir nicht. Ganz einfach. Dann gehen wir auf Stärke und andere Sachen. So, jetzt sind wir ein bisschen stärker. Wir haben mehr Leben. Also wir können halt mehr aushalten. Die Dungeons sind geil, die Bosse sind sehr viel stärker. Easy going. Das ist zum Frühstück machen wir Blaze, das. Blaze. Wir stehen auf und machen das zum Frühstück. Ich hab keine Ahnung. Zum Frühsport. Das ist unser Frühsport. Erstmal 15 Bosse töten. 50? Ja, 15 erstmal zum Aufwärmen. Dann ach so. 50. Ach so. Blaze Spirit schreibt, schreibt, bis auf die Dungeons ist die Trophäe easy zu machen. Ja, finde ich auch. Sehe ich genauso. So,
Merch schreibt, jetzt muss ich im Oktober auf das letzte Event warten, dann habe ich Monster Hunter literally auf 100%, hatte die Truhe schon 7-mal voll. Die Truhe kann man 2500 Gegenstände aufbewahren. Nice. Ja, Merch ist einfach krank. Nehmen wir mit? Nee, den Boss auf dem Friedhof haben wir noch nicht. Wir haben noch gar keinen Boss gemacht. Wir gehen jetzt zu ihm. Ja, zum Friedhof. Ja. Und dann den oberen, oder was? Ja. Okay. Der wird schön gefiestet. Hier, friss Blei. Schmuckosaurus. Friss Blei. Ah shit, was habe ich gemacht? Ich habe doch die Abkürzung freigeschaltet. Alter, jetzt renne ich hier komplett den Weg nochmal. Ich habe doch den Aufzug. Eieiei, was hat Papa gemacht schon wieder? Ha? I One Shot Demon Souls in 2 Nächten platiniert von 1 bis 9 Uhr jeweils. Okay, das ist krank. Das ist eine gute Leistung, finde ich. Merch schreibt. Demon Souls ist schon krass. Ich glaube, niemand hat das Spiel so lange gespielt wie ich. Lach, Smiley. Ja, wenige auf jeden Fall. So, dann oh, ja. Durch. Ja, echt so trotzdem sehr easy. 2 bis 3 Tage gebraucht zu Platin bei Bloodborne. Mhm. Ja, echt schade, dass ich hier falsch gelaufen bin. Also, man hätte den Aufzug nehmen können bei diesen 2 Riesen gleich am Anfang. Aber gut. Da, diesen Aufzug, dann wird er hier rausgekommen. So, hier gibt es einen kleinen Trikikus. Man rennt hier hin, wartet, bis er diese scheiß Kugel da losgetreten hat. Na komm, mach jetzt. Nice. Ist ein bisschen schwierig, weil sie können auch weglaufen, die Viecher. Die haben auf jeden Fall deutlich mehr Leben jetzt, das seht ihr. Mhm. Also zuerst killen wir auf 30. Krass, gell? Wenn du mich überrannt hast. Dann gehen wir auf Stärke und Skill oder was immer das war. Das Unterstärke da. Jan schreibt, der Code bei Code Vein ist mit dabei. Er ist noch nicht eingelöst. Ui. Also kannst du ihn einlösen, wenn du willst. Okay. Danke, Digga. Alter, voll krank. Also Jan ist richtig crazy. Der hat uns schon Dinge geschenkt. Damir. Vor allem, ich find's krass, dass er wieder doppelt hat und so. Ja, schon verrückt. Okay. Bam, 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 bam. Oh, high one. So. Warten wir mal hier runter. Mert schreibt, als die Platin kam, spielte sich die John Cena Musik im Kopf ab. So, und da ist das Schwein, und zwar von hinten. Was für ein Schwein, Alter. Hello! Kommen Sie her, ich brauche Sie, ich brauche Schnitzel. Schnitzel mit Pommes! Gott, kannst du immer hier schön rausfliegen? Das Schwein kann gar nichts machen. Komm her! Ui! What the hell? Shit! Giftikus, weg hier! Scheiße, hat mich vergiftet. Ja, das werden wir schon überleben. Okay, das Schwein ist tot. Nehmen wir mal das hier auf. Hier bitte nicht runterfallen, komm mal runterfallen. Ja, und dann rennen wir hier nochmal kurz zurück und nehmen das hier. Massig Siegel, Jägerzahnabzeichen. Ah, Segen. Jägerabzeichen. So, zack. Massig schreibt, was für eine wilde Speckschwarte. Ja, Mann. So, und somit haben wir das Schweinchen gekillt von hinten. Von hinten bestrafen, das ist immer am schönsten. Am schönsten! So, jetzt erwarten uns bald 2 Bosse. Und zwar ziemlich große. Einer ist klein, der andere ist fein. Na, Spaß. So, gehen wir hier zurück. Und dann gehen wir hier nach oben. Jan schreibt, ja, ich bekomme manchmal Games von anderen Kumpels geschenkt, wenn sie nichts damit anfangen können. Bei Code Vein war es so, dass
Stagger? Hatte es mir mal als Download geholt und ein Kumpel konnte damit nichts anfangen. Ah, okay. Okay, passt. Blutsteinscherbe, sehr schön. Können wir dann schön upgraden. Die Waffe. Nice, läuft gut. So, genau, da kommen wir jetzt zum Boss. Okay, was haben wir? Fiolen, okay, wir haben alles da. Gehen wir mal das durch. Kieselchick. Ölurne ist auch klein. So, ich würde die Ölurne mal auswechseln, ausrüsten. Okay, ich hoffe, ich packe ihn gleich beim ersten Mal. Also der ist eigentlich nicht so schwer, aber der kann schon echt gefährlich werden. Ich will noch kurz was sagen. Ja. Dieses Abzeichen, was wir gerade an diesem Schwein geholt haben, das ist wichtig, weil dadurch können wir uns 1, 2, 3, 4, 5, 6 Waffen holen. Ja. Ja, das ist für Kaufen, gell? Ja. Also, danke für den Hinweis. Also versteck dich hier hinter diesen, Grabstein einfach und mach die aufgeladene Attacke einfach. Das ist halt auch geil an der Axt. So, zack. Er wird dann irgendwann mal sich mutieren. Zu so einem Werwolf. Was ist das für ein Geruch? Okay, jetzt geht er ab. Hoppa. Hoppa. Es singt für mich. Er könnte auch mal angreifen. Nice. Wir haben zwar auch Damage gemacht, aber das kriegen wir schon hier. Okay. Okay. Chill. Chill, Bro. Chill. Kid Type Zero schreibt, ich mochte die Dungeons erst auch nicht, weil ich die erst gemacht habe, als ich das Spiel fast durch hatte. Deswegen waren die ersten Dungeons bis Stufe 3 richtig easy. Erst ab Stufe 4 wurden es dann schwer und hab dann bei Amygdala Pause gemacht, halbes Jahr. Und erst, wo die DLCs rausgebracht wurden, hat er weitergemacht. Ah, okay. Und Blaze Spirit hat vor 4 Tagen Platin in Mortal Shell gemacht. Nice. Danke nochmal für den Guide, Alter. Von euch. Hat mir sehr für die Ätzungen geholfen. Respekt, Alter. Voll geil. Ja, Mortal Shell war geil. Ja. Also so einfach kannst du... So, jetzt mutiert er. Jetzt schmeißen wir hier mal ein bisschen Öl auf ihn. Und jetzt mal ein Molotov Cocktail. Noch ein Molotov? Oh shit, okay. Okay, das ist kacke. Der wird hier einfach rennen erstmal. Der wird sich auch irgendwann mal beruhigen. Oh, Molotov, Alter. Okay, weg hier. Major überschreibt, der Boss hat mir damals richtig den Arsch aufgerissen. Ja, ich mir auch damals beim ersten Mal. Molotov? Oh, ich hasse das. 3 Molotovs verfehlt. Das ist echt scheiße. Normalerweise kann man echt gut mit Molotovs treffen. So, jetzt. Passt. So, jetzt haben wir ihn gekillt und jetzt kriegen wir diese Phyromagier-Waffe. So, Grabschliesel haben wir bekommen. Grabschliesel. So, drücken wir uns hier drauf zum Heilen. Ah, okay, wir können nicht heilen. Ich überlege mal kurz, ob wir schnell zurückkehren. Weil da gibt es hier noch ein paar Sachen. Ne, wir kehren erstmal zurück, raiden mal schön ab. Fertig, wir heilen uns. Passt. Ja, bin zufrieden. Der Boss ist nicht zu unterschätzen, muss ich sagen, trotzdem. Also, wenn wir jetzt nicht geskillt hätten auf Leben, wäre ich tot. Also jetzt hab ich einige Fehler gemacht. Denke ich auch. So. Also, jetzt können wir hier kaufen, oder? Oder wie war das? Also das Jägerzeichen. Gegenstände erlangen. Wo waren die Waffen da? Oder wie war das hier? Ja, die Waffen dann noch Schusswaffen. Nee, ist noch nichts da. Hä, hey, doch, das sind doch hier diese Waffen. Ach so, ja, die. Das und sind ja und die links nochmal. Ja, das ist ja nur eine mehr.
Das sind alles Standardsachen. Okay, ich würde jetzt noch überhaupt gar nichts kaufen, das erste Mal. Sondern ich würde mich einfach weiter skillen erstmal. So, wir gehen weiter auf Vitalität. Nochmal zwei Stufen hoch. Wie gesagt, bis auf 30 gehen wir erstmal nur Vitalität. Vertrau mir einfach. Ich weiß, was ich mache. So. Jetzt machen wir weiter. Oben ist da noch ein Boss auf der Brücke. Den hätten wir auch noch machen können. Aber ich würde jetzt hier erstmal noch weitermachen. Ja, okay. Da gibt das nächste Abzeichen für die nächsten Wachen. Okay, yeah. Grabschlüssel haben wir benutzt. Ja, anscheinend bei Daymare war es so, Nico, hab's im April geholt, aber Vater von meiner Freundin hat mir seine PS4 geschenkt. Aha. Hier ist noch was. Mir seins geschenkt, da er seine PS4 verkauft hat, da habe ich dir halt meins geschenkt. Brosche, was ist das? Rotjuwelbrosche, okay, daran kann ich mich nicht erinnern. Tropfen Blutedelstein, Herrote. Bringt Tropfen Blutedelstein. Okay, was ist das? Ah, ich habe meine Dinge nicht aufgemacht. Okay, nein, nicht verwenden. Ich habe noch meine Dinge, Echos noch. Schade, hätte ich noch mehr skillen können. Okay, gut, nächstes Mal. Erinnere mich, dass die zerdrückt dann. Die Teile. Ist halt immer so in Souls-Teilen. Leben, Skillen, verzeiht Fehler. Ja, auf jeden Fall. Blaze Spirit würde die Axt behalten und verbessern. Hat nur damit gespielt. Ja, werde ich auch. Wir brauchen halt die Waffen alle für die Erfolge. Also für die Trophäen. Ein Mulut. So, genau, wir sind hier jetzt in dieser Bibliothek da. Zack. Blutedelstein Werkstatt Werkzeug. Sehr schön, das brauchen wir. Das Werkzeug. Was steht hier in der Beschreibung? Kid Type Zero schreibt, kannst du der Tochter zurückgeben oder du benutzt das einfach und bekommst einen Blutedelstein. Ah, was lohnt sich? Ich weiß wohin. Dieser Mutter da, oder? Was lohnt sich mehr eigentlich? Stimmt, jetzt habe ich mich erinnert. Das war diese Quest da. Was lohnt sich denn eigentlich mehr? Zurückzugeben oder zu zerdrücken? So, das ist hier so eine Art Versteck. Und hier können wir dann die ganzen NPCs hier zurückholen. Das fand ich voll cool damals. Die sitzen dann hier. Alle NPCs, die wir gerettet haben. Wer hat das gesagt mit der Broschüre? Kid Type Zero. Ja, Kid, was sagst du? Also, was lohnt sich denn? Weil ich kann mich nicht mehr erinnern, so. So, hier sind jetzt neue Gegner. Informatiker hat gestern 13 Stunden lang nur geskillt und immer noch kein, noch nicht Kelch-Trophäe. Okay, krass. Ich würde aber eigentlich hier noch nicht weitergehen. Ich glaube, ich mache jetzt erstmal den nächsten Boss. Das ist vernünftiger. Also er schreibt, zerdrücken lohnt sich mehr, aber er weiß nicht, ob das für Platin wichtig ist. Also laut meines Wissens nicht wichtig. Ja, laut meines Wissens auch nicht. Sorryper schreibt, wow, Bloodborne, und endlich habe ich live mal das Vergnügen, euch zuzusehen. Yo, servus. Bloodborne habe ich Platin easy, bei Mortal Shell bin ich bei 72%, will mir euren Obsidian Run nochmal reinziehen. Grüße. Geil, Alter. Schön, dass du das auch machst. Mortal Shell ist echt ein geiles Game. Ja. Richtig schönes Game. Das kann man später hier öffnen. Ja, ich würde mal sagen, wir fliegen mal zurück, zerdrücken die ganze Kacke, skillen uns und killen mal den oberen Boss erstmal. Ja.
damit das mal erledigt ist. Und Night River wird am Wochenende Tony Hawk Platin suchen. Yes, Mann. Geil. Weiter kommt's raus. Kommt das Assets Game. So, wir können hier im Endeffekt die Teile zerdrücken. Mehrere verwenden. Oh, alle fünf. Zack. Kriegen wir Blutekos. Zack. Hier haben wir nur einen. Leg. Ah, was habe ich gemacht? Verwenden. Zack. Tausender. Ich geh mal kurz aufs Klo. Ja. Verwenden wir das auch. Zack. Und jetzt killen wir mal nochmal. Wie gesagt, bis auf 30 müssen wir hier mal hoch. In der Vitalität. Oh, einen nur. Wir konnten nur einen Skill machen. Krass. Ja, jetzt brauchen wir halt immer mehr. Also je weiter du kommst, also von der Skillung. Genau, gehen wir dahin. Zweite, also Zentrum. Je weiter du kommst, desto mehr kostet halt ein Upgrade. Das ist dann am Ende dann schon ziemlich heftig. Und wir werden wahrscheinlich so bis 70, vielleicht 75 kommen. Um das Spiel durchzuzocken. Schauen wir mal. Wobei für die Dungeons brauchen wir wahrscheinlich noch ein paar Levels. Wie weit seid ihr eigentlich bei Bloodborne? Ja, wir haben jetzt erst angefangen. Nicht mal eine Stunde streamen wir. So, genau da will ich hin. Ich hätte mir noch Molotov Cocktails, glaube ich, kaufen sollen. Für den Boss. Ah, genau. Wir können hier noch schnell die Waffe mitnehmen. Wir haben ja den Boss gekillt, den ersten. Jetzt gehen wir da hin. Reden. So, und da ist der Flammensprüher. Der ist halt richtig heftig. Wenn man Führermagier spielt zum Beispiel. Also das ist ein Arcane-Magier. Ist richtig krank. Eine der krassesten Waffen überhaupt im ganzen fucking Game. Die braucht man halt auch. Also verlinkt man auch die Waffe. Alle Trophäen werden dann am Ende verlinkt. Anschließend. Dass du die volle Übersicht hast über die Welt. So, zack. Eigentlich könnte man noch ein Level skillen. Bevor wir zum Boss gehen. Ich glaube 2000 irgendwas haben wir gebraucht. Oder gehen wir einfach rein. So. Hello. Die ist down. Die ist auch down. So, oder bin ich wieder? Jojojo, Brother is back in game. Nice. Spritzt das Blut. Oh, dankeschön. Ich glaube tatsächlich, dieses Mal spiele ich ein bisschen vorsichtiger und skill mal noch einen Skillpoint. Hast du schon Skill? Nee, so. Ich war einfach kurz davor, noch einen Skillpoint zu kriegen. Und da werde ich jetzt dieses Mal auf Nummer sicher gehen. Die noch schnell killen und mir einfach nochmal. Oh, scheiße, was habe ich gemacht, Alter? Und mir einfach nochmal die Sicherheit verschaffen. Indem ich einfach mit mehr Leben reingehe. Zum Boss. Du kannst ihn staggern, indem du im richtigen Moment schießt. Dann nehmen wir das noch alles mit. So, jetzt haben wir 3000. Jetzt können wir nochmal ein Level Up machen. Und dann gehen wir zum Boss. Sicher, sicher. Ja, das ist korrekt. Das ist korrekt, Blaze Spirit. Bezüglich. Was? Ja, wegen Mortal Shell. Diesem No Shell. Ich hab den Sprüher mitgenommen, Bro. Muss man dann halt verlinken. Hm? Also.
Sushi! Los, spielen wir nochmal. Nice, jetzt sind wir bei 20. Okay, kill mal den Boss. Informatiker schreibt, Nico, ich mag deine sympathische Ausstrahlung. Danke, Bro. So, let's go. Also, wir haben jetzt im Endeffekt nur auf 20 geskillt. Mhm. Leben mehr haben wir nicht gemacht als von der Skillung. So zur Übersicht. Und jetzt gehen wir mal zum Boss. Ich denke, wir sind mehr als gut vorbereitet dadurch. Wir haben jetzt keine Molotovs, aber wir machen ihn auch so fertig. Jan hat sich gestern Avengers Game mal geholt. Bisher gefällt es mir und Freitag hole ich mit Tony Hawk. Okay. Voll Nostalgie, das Game. Geil, Alter. Okay, nehmen wir mal mit, die Schmuckosaurusse. So. Ui, da rennt er, da rennt er! Baser schreibt, hallo Nico, was geht? Kommen wir gerade von der Arbeit. Jo, hi Baser. Okay, ich renne hier mal durch einfach. Und hier ist der Boss. Let's go. Fighten wir ihn. Schauen wir mal. Ob Papa eine Chance hat. Oh! Der Fest. Oh, ich hasse das, wenn man irgendwo festtackt, Alter. So, jetzt nochmal Übersicht verschaffen. Der kann springen. Ausweichen. Und ausweichen. Ah, Mann, die Kamera. Hoppa! Na komm. Komm, mein Schatzelein. Komm, Schatzelein. Alter, ich mach echt wenig Damage, muss ich sagen. Ich bin schockiert, mit dem ich Damage mache. Alter, mach ich wenig Damage. Oh! Alter, hat er mich gegrabt. Kann man heilen kurz? Bis jetzt bin ich wirklich zufrieden, wie es läuft. Aber wir kommen rein. Immer am linken Arm vorbei. Und Sushi nebenbei ist ganz easy. Thorsten Nolte schreibt, wir gehen auch gleich Sushi essen. Sorry, was schreibt. Die Axt ist meiner Meinung nach die beste Waffe auf plus 10. Habe ich bis zum Ende mitgearbeitet. Nice. Wenn du den Boss oft genug ins Gesicht schießt, kannst du ihn parieren. Ah, okay. Jo, hi Holger, servus. Servus. Jan schreibt, bei dem Boss war ich damals auch, als das Game frisch rauskam. Aber da kannte ich dich noch nicht, Nico, und hab das Game abgebrochen. Erst seit ich dich kenne, traue ich mich an solche Games. Geil. Easy going. Ich finde, links kann man schön ausweichen. Play Spirit schreibt, Molotovs wären jetzt gut gewesen. Ja, Mann, die wären jetzt richtig gut gewesen. Aber egal. Er schreit so laut, der Boss, meine Ohren dröhnen.
Oh, fast gestorben. Mage River schreibt, benutzt Feuerpapier. Ich hab keinen Star, glaub ich. Mich überrascht, dass es so wenig Damage macht. Das wundert mich. Warum macht Papa so wenig Damage? Wenn man nur auf Leben ist, wenn man nur auf Leben gespielt. Ja, aber trotzdem. Oh, scheiße, das habe ich vergessen. Ich finde es geil, dass man hier so viel Heilung hat. Man muss halt ordentlich ausweichen. Bis jetzt mache ich es nicht. Jan schreibt, ja, so ist das, Nico. Du hast mich in echt vielen Dingen inspiriert, vor allem was die Games angeht. Geil. Das freut mich. Schon Arschlöchel. Arschlöchel. Heilungen haben wir noch. Hälfte an Leben hat er noch. Ja, komm. Komm schon mit Saudikus. Komm schon mit Saudikus. Come on. Komm zu Papa, komm. Guck dich aus, komm, guck dich aus. Hi One schreibt, endlich mal wieder ein ordentlicher Bossfight zu sehen bei Nibel. Oh yes, der Arm ist ab. Schmokosaurus. Komm, Schmuckosaurus. Jawohl. Bravo, Schmuckosaurus. Bravo, Schmuckosaurus. Bravo, Schmuckosaurus. Komm jetzt schon von hinten. Das Bein muss ab. Ja, langsam komme ich in den Raum. Ist halt am Anfang ein bisschen ungewohnt. Die Molotovs wären halt echt geil gewesen schon. Ich weiß nicht, hatte ich dieses Papier noch? Ah, ich kann es nicht so schnell angucken. Ja, das ist halt echt gegen Feuer sehr gut anfällig. Das
So, ein Viertel haben wir noch. Hoppa. Ausdauer immer schön im Auge behalten und nie fahrlässig werden, weil lieber jetzt noch ein bisschen länger spielen und dann besiegen, als nochmal von vorne anzufangen. Das ist ein Fäustchen. Wir lachen uns ins Fäustchen. Jawohl, mach die Fäustchen, komm. Spring. Brava. Brava Junge. Ein Fäustchen. Ah, shit, da kam noch ein Hit, den hab ich vergessen. Ja, wir haben den fast. Clear die KB-Stier. Ins. Zum Terras, Rasse. Hoppa. Ja, ich bin vorsichtig. Ich warte mal am liebsten, wenn er so rüberspringt. Ah, shit, ist ausgerichtet. Schlau. Da, das ist ein bisschen. So schön. Okay, nice. Rudi Wärme. Schön geduldig. Man muss ein bisschen geduldig sein. Schwertjägerabzeichen. Hi, Alexander. Können wir noch mehr Sachen kaufen? Sollte man in Souls Lake Games eh nie sein. Fahrlässigkeit ist der schlimmste Fehler. Ja, Mann. Ja. So. Hier haben wir alles genommen. Genau. So, passt. Okay, im Endeffekt können wir jetzt mal zurückkehren. Nochmal upgraden. Und dann geht's weiter. Skin in Bloodborne ist echt scheiße, aber ein geiles Game. Okay. Was ist scheiße? Skin? Skin. Skin? Mhm. Ja, was meinst du mit Skin? Ja, hier, Skin. Was? Sein Ding oder was? Ja, allgemein, wie er ausschaut. Echt? Findest du? Findest du? Was haben wir denn beim Anzug eigentlich? Was haben wir denn hier für Werte? Wir haben hier. Wo ist denn das? Vitality 20? Ah, nee. Was guck ich denn? Wo sieht man das, die Werte? Ah, da sieht man das. Was ist schwarz? Physischer Angriff 20. 60. Ja, weil ich will mal gucken, was der andere Anzug so bringt. Gleich mal Stream melden, das Vieh steht vermutlich unter Naturschutz. Ah, 50, hier 40. Scheint besser zu sein. Was kostet das? 5? Ja, komm, kaufen wir uns. Kaufen wir uns mal den Anzug. Da 50. Deutlich besser. Dann haben wir auf jeden Fall besseren Schutz. Die Frage ist jetzt, wie unser Ausweichen ist. Okay, das passt noch. Perfekt. Ich muss was. Ah, jetzt reicht es dir. Jetzt reichen die Blutekos nicht aus. Reden. Jetzt kommen unsere geilen Haare zu Geltung. Bro. Okay, so, wir waren. Kathedralenbezirk, Grab. Kathedralenbezirk, glaube ich, ist das. Habe es geschafft, in Sekiro alle drei Enden in einem Run zu machen. Mir fehlen jetzt nur noch 4 Lapis Lazuli für Platin und ohne eure Hilfe hätte ich das niemals geschafft. Vielen Dank und weiter so. Geil, Alter, Respekt fürs Durchziehen. Ist ein geiles Game. Ziehen nicht viele durch.
Informatiker hat den Weiser Kriegerskin in Bloodborne. Okay. Iwan schreibt, man kann sogar ein Werwolf werden. Alexander Schatz schreibt, hat jemand Minecraft auf der Playstation? Brauche Hilfe! Help! Für ein paar Erfolge. Somebody get help! Hab schon platiniert, aber möchte die Expansion Packs auch machen. Feier das Spiel hart. Oh. Habe es richtig in Erinnerung, dass man in Bloodborne nicht blocken, nur ausweichen kann? Ausweichen kannst du, blocken kannst du. Nee, ohne blocken, ohne ausweichen, das wäre krass. Ich finde die Axt so krank, OP. Ist einfach nur verrückt. So, sammeln wir da mal alles ein. Oh yes! Zylinder, wir haben nochmal einen. Ui! Was los hier? Ui, ui, ui. 30. Okay, der ist schlechter. Mr. Elo schreibt, hi, spiele Tipps und Chat. Wisst ihr eigentlich, dass es einen Film gibt, von dem sich die Entwickler inspiriert haben bei Bloodborne? Der Film heißt Pakt der Wölfe. Nee, kenne ich nicht. Jägerhose nehme ich mal. Die ist besser. Nee, das ist mir neu. Aber das ist meistens so, dass die Entwickler sich irgendwo inspirieren lassen. Also, das ist normal. Ist halt immer interessant zu wissen, von wo, gell? So. Wo haben sie sich inspirieren lassen? Vom Film Pack der Wölfe. Mhm. Ja, ja, hat, ich weiß, so, was er gesagt hat. Okay. So. Ist ein Hund? Kennt jemand den The Evil Within Film? Nee. Nein. Wann gibt's den Film? Platin in Sekiro ist ätzend, weil man alle Bosse und Minibosse machen muss. Musste extra Run machen. Platin, weil ist geil. Den Schatten am Anfang vergessen hab und man später nicht mehr hinkommt wegen dem Feuer. Ja. Pech gehabt. Was? Nee, Platin ist geil, das ist gut, finde ich. Komm hier! Taiwan schreibt, ja, die Entwickler von Dark Souls haben sich von meinem Leben inspirieren lassen. So, jetzt muss ich mal kurz erinnern. Hier war irgendwo noch ein Boss, glaube ich. Genau. Der Film hat nur den Titel The Evil Within, hat aber nichts mit dem Game zu tun. Ach so, okay, ja gut, dann. Molotovs! Sagte yes. Mir irgendwas, könnte mir was sein, ja. Molotovs. Kräftiger Blutcocktail. Glänzende Münze, kleine Spieluhr, Jägerzeichen, okay, passt. So, gehen wir mal hier rein. Jetzt muss ich mir wieder ein bisschen zurechtfinden hier. Hier war, glaube ich, ein Geheimgang. Okay. Digga, was los, Alter? Alter. Was los? Was ist los mit deinem Leben, Alter? Okay, der wollte ein paar Faxen machen. Wiesen des Verrückten. Nice. Irgendwo war hier ein Schalter. Hm? Okay. Was? Ich hab einen Trauma vom Spiegel. Was? Was für ein Spiegel? Von welchem Spiegel? Keine Ahnung. War doch irgendwo ein Schalter. Schalter! Oder war das oben? Ah, da oben wahrscheinlich. Okay, gehen wir weiter. Ah, ich liebe Bloodborne, Alter. So ein geiles Game. Hoppa! Hundikuska! Chill-Mall. Jo, danke dir, Müritzum. Aber die Ehre. Yes, okay, Banner. Komm her. Azad, du Hund. Azad, du Hund, fick dich.
Ja, Schalter ist oben. Komm hin! Schalter ist oben, gell? Schreibt Taiwan, ja. Komm hin! Azad! Komm hin! Yes. La la la. Komm hin, komm, komm. Oh! Predict Shot! Predict Shot, Blood! Predict Shot! Hui! Alter, ich liebe dieses fucking Game. Beckern schreibt, Nico, bin mir nicht sicher, ob Dark Souls 3 besser als Bloodborne ist. Bloodborne ist besser als Dark Souls 1 und 2. Ja, das ist Geschmackssache. Für mich ist bestes Ding Dark Souls 1 zum Beispiel. Weil ich einfach krasse Erinnerungen daran habe. Ich liebe die Welt in Dark Souls 1. Das ist halt Geschmackssache, Digi. Geschmackssochel, das ist Geschmackssochel. So, zack. Dann machen wir das mal auf und dann gucken wir da. Fährt das zurück und dort ist ein Versteck. So, wir gehen jetzt aber hier erstmal weiter. Ich finde das mit der Heilung hier so geil, dass man so viel Heilung hat. Das ist einfach nur sick as. Schon OP. Fuck. Ja, auf jeden Fall 20 Stück, Alter. So, hier ist ein Schmock. Mit dem reden wir. Kooperieren! Nehmt dies. Feuerpapier. Baby. Sehr schön. Feuerpapier, sehr schön. Sehr schön. Über Bürgenwirt reden. Und Adi in doch und noch man so, bin weg. Arbeit ruft, schau später, aber den Rest an. Gute Jagd euch noch. Wir sehen uns. Nico stirbt nicht zu oft. Ja, so 300 Mal reicht. Na, Spaß. Okay, Feuerpapier ist richtig schick. Wir können Feuerpapier auf die Waffe drauf machen. Ah. Dann haben wir Feuerschaden. Das ist echt geile Kacke. Ja, das ist schick. Das ist richtig schee, sag ich euch. Informatiker schreibt, ich bin verstört. Warum? Von mittelgroßen Spinnen. Ich habe immer Paranoia, dass die in der Nacht ein Netz um mich machen und die Eier gelegt wurden. Geil. In den Hals rein. Dann schlüpfen sie. Oder in die Eier. In die Eier rein. Dann schlüpfen sie aus den Eiern raus beim Sex. Ja, und dann krabbeln sie aus der Harnröhre raus. Genau. In die Frau rein und dann infiziert, wird sie infiziert und dann kommen da nochmal Spinnen raus, komplett aus dem Bauch. Ja. Und aus den Nippeln. Ui! Hello! Ein kleiner Wolf! Beckern hat Dark Souls 1 noch nicht gespielt. Komm hier! The Dark Souls 1 ist the best of the best. Finde ich jetzt persönlich. Opa! Ja, finde ich auch. Also ich finde Dark Souls 1 ist einfach krank. Was macht denn der da? Ja, was willst du jetzt, Junge? Was willst du, oder? Was willst du jetzt? Die heilende Kirche hat ihren Ursprung in Bürgenwerth. In Bürgenwerth entdeckte einst Meister William die Existenz der Großartigen. Aha. Ich sag dazu nur, shut the fuck up. Shut the fuck up and eat that shit, pussy. Ja, so in etwa. So in etwa. The little ass whiny ass bitch. So, irgendwo war hier, glaube ich, eine versteckte Wand. War das hier nicht? Meine ist Pussy. So, warte. Na, okay, war doch keine versteckte Wand. Papa hat sich geirrt. Guck mal, wie viele Bastarde hier gestorben sind. Okay. Oh, oh. Oh. Oho. Oho. So, gehen wir hier mal runter. Runter. Zack. Gehen wir mal hoch. Da ist ein Schmuckosaurikus. Gegengift. Alter, war das laut. Mein Ohr ist fast geplatzt. Alter. Du wirst mich komplett out of your mind bringen. So, was ist hier los hier? Wuhu! Kräftiger Blutcocktail. Den können wir als Ködrur benutzen. So. Wir haben eine neue Glocke aktiviert. Fliegen wir zurück und graden wir uns mal ab. Erstmal. Alter, der hat gescheppert, ey. Ich glaube, ich kaufe mir noch ein paar Cocktails noch. For the boss.
Aber ohne Alkohol. Guckt es. So. Also, wir gehen wieder auf Vitalität, bis wir auf 30 sind, Freunde. Gucken wir mal, was kosten die Cocktails? Gegenstände verkaufen. Was könnten wir denn verkaufen? Wir könnten eigentlich hier die Kacke verkaufen. Yes. Kiesel. Kiesel. Ohne Blut euch was verloren zu haben. Wen sind der ausgewählte Münzen, die den Weg weisen können? Okay. So, und dann essen wir das mal. Zack. Yes. Zack. Yes. Warte mal, können wir... Na zdrowie. Dankeschön. Willkommen da. Was? Willkommen da. Gut, lasst mich. Oh yes, oh yes. Nochmal ein. Und dann gucken wir mal, was ein Cocktail kostet. Ob er über 7 Euro kostet. Cocktail, wo bist du? Ich versuche Rise auf 100 Brot, Riese oder Rise. Schlüssel zum Tor des runden Platzes der Kathedrale, 10.000. Man kann aber ohne den dorthin gelangen. Nichoya себе. Also, Cocktail, was kostet Cocktail? 380, Alter. Oder 4 Stück oder was? Einer kostet oder 4 Stück? Ich glaube, du hast 4. Ja, einer kostet so viel. Während... Okay. Gucken wir mal. Einer, tatsächlich. Einer, ey, wollt ihr mich verarschen? Ja, Blutkockel. 200. 2000. Ich hab für 200 verkauft, Alter. Alt, ihr drin. So, gehen wir weiter. Scheiß auf die fucking Cocktail. Ja, ich in... Ja, Dream? Ja, gibt's das nächste, Hunter Beach. Also Jägerabzeichen. Hunter-Abzeichen. Ja. Hunter. Da müssen wir so einen Typen töten. Ein Hunter. Okay. Oh yes. W-Gun, W-Fun. Oh, das Spiel ist so krank. Ich liebe Bloodborne, Alter. Das ist einfach nur sickes Shit. Okay, machen wir hier mal. Ich versuche Riese auf 100% zu machen, aber wenn ihr Bloodborne spielt, muss ich dabei sein. Yes. Was macht das für Riese? Reis kochen auf 100%. Na, Spaß. So, warte mal. Warte mal. Von hier sind die gekommen. Habt ihr noch Sushi für mich übrig, Nico und Brasar? Nein. Brasar hat mein Sushi gefressen. Was für dein Sushi? War das nur für dich oder was hast du? Ja, 4 Stück eigentlich. Echt? Ja. Ich dachte, das ist für zwei. Willst du mehr? Ja, ich will noch mal zwei. Zwei Stück? Zwei Stiegel. Und zwar pronto. Sag pronto oder es geht aufs Konto. So, hier gibt's auch einen Weg. Hier gibt es einen Geheimgang. Kann ich mich noch gut dran erinnern. Blutsteinscherbe. Nice. Gönnen wir uns, oder, Freunde? Gönnen wir. So, gehen wir erstmal dahin. Gönnen. Hart am Gönnen. Zack. Aha, jetzt kommen wir nicht mal runter. Runter. Zack. So, jetzt bloß keinen Scheiß machen, Alter. Ein paar Sachen habe ich schon vergessen. Oh. Hey, ты чё охуел, блядь? Ты чё охуел, блядь? Ты сука, блядь. На тебе, блядь. Арschluch. Komm hier! Yes. Wieder raus, blядь. Okay, passt. Okay, das nehmen wir. Jägerfackel. Zweite. So, ich habe alles durchsucht. Was ist hier? Okay, perfekt. Gehen wir weiter. Weiter. Hey, warte mal. Wo war das denn nochmal? Hey? Soll ich? Okay, anscheinend müssen wir doch wieder runter. Ah, hier runter. Runter, oder? Zack. Zack. Genau. Perfekt. So, ein paar Geheimnisse gelüftet. Hier ist auch die Leiter.
die ich da gesehen habe vorher. Brazzer kommt gleich in den Chat, Leute. Brazzerovic. Na komm schon. So, was haben wir hier? Kaltblut, Kacke. Zack, dann kommen wir hier wieder zurück. Und sind wieder back. Back im Game. So. Sehr schön, gefällt mir, wie es läuft. Also bis jetzt gefällt mir der Run, ich bin zufrieden. Jäger, habt ihr die Warnung nicht gesehen? Gibt sie gleich eine Warnung. Ganz normal, Arschloch. Das ist so ein, also ein Jäger ist das. Ja, den müssen wir töten. Ja, der wird jetzt gleich penetriert bis zum geht nicht mehr. Der steht irgendwo am Turm mit einem Geschütz. Ja, ich weiß nicht, was das ist. Das ist ein richtiger Bastard. Richtiger Bastard, wisst ihr Sinn. So ein richtiger feiger Bastard. Hier ist es richtig krass, weil hier sind solche, siehst du, solche Säulen. Also solche, Nebelsäulen. Und dann siehst du nicht, wer da dahinter ist. Wenn da Feinde sind. Amir Farsat schreibt, er hat auch Bloodborne als Profil. Oh yes. Er schreibt, mein Kindheitstraum geht echt in Erfüllung. Nico spielt Bloodborne. Scheiße. Wuhu! Oh yes, baby, I'm back. Okay, Kalbutikus. Ja man, Bloodborne, eins der besten Games. DeHoen77 schreibt, Platin ist echt nicht schwer, Bloodborne ist sehr einsteigerfreundlich. Sieh die Lebenszurückgewinnung und die sehr großzügigen E-Frames. Ja, auf jeden Fall. Parieren. Und auch noch die, wie viel Heilung du dabei hast. 20 Fiolen, Alter. Ist einfach krank. Parieren mit Pistole richtig lernen, dann wird das echt easy. Ja. Ja, sehe ich genauso. Das ist ein echt geiles Game und auch viele Möglichkeiten, die es bietet. So. Was? Elhamdulillah. Scheiße. Okay. Na, blöd. Ja, gut. Passt. So, was droppt der hier? Vier Wolle? Hopp! Passt. So, jetzt kommt er gleich, der Bastard. Das ist so ein richtiger, mickriger Motherfucker. Der ist da am Turm irgendwo. Mhm. Ah, da ist er. Da, der Bastard. Versteckt er sich. Nico, kennst du das Game Salt and Sanctuary? Vom Namen her. Das ist wie Dark Souls, aber in Side-Scroll-Style. Das hab ich. Ist auch gut. Warte mal. Jo, hi, servus Philipp. Dann musst du hier runter. Warte mal, ich geh lieber hier. Hier ist sicherer. Ja, es gibt zwei Wege. Hey, Alter, willst du mich verarschen? Schießt durch die Wand, Alter. Komm hier! Gleacher, blöd! Die Banne. Alter, hält der viel aus. Oh Mann, es gibt nichts Besseres als Souls-like-Spiele. Resi und Souls-like-Games, Alter. Beste. Freue mich, dass ihr endlich Bloodborne spielt. Wann beste kommt Leben. Dark Souls 1? Gleich danach kommt Dark Souls 1. Beste Leben, sag ich nur dazu. Kommt her, ihr kleinen Trolls. Komm. Gift. Nice. Ne, bis jetzt bin ich echt zufrieden, muss ich sagen. Wie alles läuft.
Es sind zwar Fehler passiert, aber alles in allem. Mach keinen Scheiß. Alles in allem läuft's. Verpiesel dich. Hoppa, sorry. So, was haben wir denn hier nochmal? War nicht hier noch eine Wand irgendwo? Lügengift? Was? Blut? Was? Was hab ich denn genommen? Scheiße, hab ich nicht aufgepasst. Blasse Maus ist das beste Dark Souls Spiel unter der Super Mario Reihe. Auf jeden Fall. Sehe ich genauso. Das ist übrigens der Spitzname für das Spiel. Blasse Maus. Schön hier im Schatten bleiben. Das nehmen wir mal mit. Drei Stück. Nehmen wir mal hier rein. Trinken eine Flasche Wein. Und lassen uns die Sonne auf den Arsch scheinen. Was? Ja, läuft. Läuft. Müssen halt auf den Schmock da aufpassen, der oben sitzt. Der ist echt nicht zu unterschätzen. Kleine Bastard. Mal, gehen wir da nochmal kurz rein. Hoppa, guck mal da. Kamen die. Alle auf einmal. Was willst du tun? Was willst du? Bastard. Little Bastard. Komm her. Ihr müsst über den Platz rechts, ist eine Leiter nach der anderen, dann kommt ihr zum Gatlingheim. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, von der Seite kommt man auch hoch. Soweit ich weiß. Soweit ich weiß, kommt man von der Seite auch hoch. So, da ist noch ein Schmuck. Ja, passt. Okay. Hier rüber. Genau. Genau, da ist die Leiter. Boah, ich hoffe, dass wir ihn packen. Aber der ist nicht ohne. Warte mal, ich nehm mal meine Waffe. Der ist echt nicht ohne. Ich habe also gesehen, man kann ihn auch einfach runterschießen. Echt? Und dann bleibt er unten auf so einem Brett liegen. Zweimal schießen oder was? Ich glaube drei oder viermal. Okay, danke. Hintereinander. Mhm. Dann fällt er runter und dann geht man runter und dann kann man den auf so einem Brett aufsammeln. Ja, ich probier mal. Ob so das mit der Schrotte geht. Weil nicht, dass es nur mit der Pistole geht. Es kann sein, dass es nur mit der Pistole geht. Gucken wir mal. Yo, servus Frank Castle. Ja, Mann, es geht. Leute. Danke, Bro. Da haben wir uns echt einen Kampf erspart. Hier sind sehr viele Menschen gestorben. Yes, hi, Jeremy. Er ist tot, 800. Danke, Bro. Jetzt müssen wir Brother noch, ist the best. Nur noch aufsammeln. Wo ist er? Ja, muss halt komplett runter. Da runter? Wo bei der Treppe anfangen. Oh, yes, Bro, da hast du mir echt was erspart. Yes. Was, wenn der Gatling-Hain hier runterfallen sollte, geht aus dem Spiel und wieder rein, dann habt ihr die Items trotzdem. Ja, man kann sie auch so holen. Ja, hol mal, passt schon. Danke aber für den Tipp. Hier ist auch nochmal ein, hier gibt's jetzt noch voll viele Wege, Leute, das ist so krass. Dann jetzt nachher, ja genau. Hier, da ja, liegt da. Der Schmuck. Hä? Hä? Irgendjemand ballert doch nicht. Okay. Anscheinend krieg ich's nicht. Oh, da. Na, das ist er nicht. Das ist ein anderer. Nee, ich meine, also hier meine ich, am Bildschirm. Da kannst du nehmen.
Ja, die Scheiße ist extra da. Wegen der Kacke kann ich es wahrscheinlich nehmen. Oh Mann, Alter, willst du mich verarschen, du kleines Arschloch? Wer hat diese Scheiße hier hingestellt? Na, extra. Nicht aufgeben, oder was? Nicht aufgeben. Extra gemacht, oder was? Mm. Ey, solche Missgeburten sollten wir sofort bannen, Alter. Warte, ich kill mal so einen Schmuck. Komm her. Habt ihr vor, die Avengers zu platinieren? Nee. Nein. Bloodborne ist nicht so mein Ding, taugt mir nicht. Alter, der hält echt viel aus. Er hat die aufgeladen und sind gut drin. Nice. Alter, der hat sich gehalten. Oh Mann, da können wir kriegen. Mit dem Ende. Come on! Alter, hat mich Philipp schreibt beim Angriff mit der Knarre stunnen, dann Eingeweide Angriff. Jo, bis dann, Philipp. Jo. Hau einen. Sieht also nicht so geil aus, sieht frustrierend aus. Okay. Ist das euer erster Run oder habt ihr es schon mal gespielt? Ich hab's schon mal gespielt. Alter, das ist einfach noch leider. Okay, man kann ihn echt nicht unterschätzen. Alter, ist nicht veräppeln. Okay, na, oh, der lebt noch. Yes, okay, er ist down. Nice. Er ist down. Also Philipp meinte dann noch wegen dem Item. Aha. Wieder hochkrabbeln, dann raus und dann wieder ins Game rein. Hochkrabbeln? Ja. Hey, das ist richtige Missgeburt, die das da hingelegt hat. Einfach nur krank, oder? Mhm. Was es so für Menschen gibt. So richtige sadistische kleine Hurensöhne. Okay, was haben wir hier? Ja, der Stream bleibt online, Tino. Fuck, oh. Hey Leute, ist Dark Souls schwieriger oder Bloodborne? Was meint ihr? Also ich fand Dark Souls einigermaßen einfacher, ist meine persönliche Erfahrung. Ja, das hat was mit Wissen zu tun. Also, wenn du halt nicht kapierst, dass man hier staggern kann oder ja, was du halt für Möglichkeiten hast, dann ist auf jeden Fall Bloodborne schwerer. Wenn du halt Bloodborne verstehst, dann, ah genau, da war noch ein Geheimnis. Dann ist es halt auf einmal doch nicht mehr schwer, weißt du?
Hast halt hier auch Leben, Zurückgewinnung und solche Sachen. Es ist alles nicht schwer, wenn man es versteht, oder, Brother? Mhm, ja. Okay, dann hoffe ich mal, dass das alles klappt. Irgendein Missgebot hat deinen Hinweis hingemacht. Echt schi. So, dann gehen wir hier mal hoch. Start. Spiel verlassen. Jo, heißt, was? Peace, Peace 2019. Jo, jo, jo. Peace, Peace. Jeremy macht noch kurz spaßige Hausaufgaben und dann ist er bis Nacht hier. Okay, nice. Ja, wir werden so lange werden wir heute nicht zocken. Morgen wird's wieder mehr. So, dann gehen wir wieder rein. Fortfahren. App-Version 9. Die Moral kann ich hier nachvollziehen. Was für eine Moral. Mhm. What ja, do you mean? Missgebot wahrscheinlich die Kacke dahin gemacht. Ja, gleich hingehen, Rippen brechen. Ja, vorbeikommen, ja. Auseinandernehmen, zurücklassen als Missgebot. Ja. Na, Spaß. So, okay, passt, hat geklappt. Pulverfass, Jägerabzeichen. Durch dieses Abzeichen bekommen wir auch nochmal 2 Waffen. Jupp. Nice, danke, Bro. Jo. Jetzt haben wir hier sehr, sehr viele Möglichkeiten, was wir machen können. Pascal Völzke schreibt geiles Game. Ja, Mann, das Game ist krank. Wir haben jetzt hier sehr viele Möglichkeiten. So, einmal hier runter. Das ist hier so eine Abkürzung, also nicht Abkürzung, sondern wir kommen hier auf das obere, in den oberen Bereich im Endeffekt. Ja, das Game kann man alleine durchzocken, Sergli Wiesel. Was kann man? Ja, er fragt, ob man das Game überhaupt alleine durchzocken kann. Ja, natürlich. Easy going. Ja. Wissen? In diesem Gebiet können wir noch eine andere Fackel holen. Das ist die. Ich habe sie schon genommen. Ach so. Ja. Ah, okay, gut. Ich überlege bloß, ob ich hier nicht jetzt einen riesigen Fehler mache. Hier ist schon gefährlich, also ob ich nicht zuerst so ein paar Sachen noch öffnen kann. Warte mal, ich bin mir nicht sicher, ob ich hier überhaupt zurückkomme jetzt. Gehen wir mal den sicheren Weg aus. So, gehen wir hier zu Rick. Das ist einfach krank, wie groß hier die Welt ist. So. Genau. Ah, warte mal, das kam von der anderen Seite. Genau, das ist ja verschlossen. Aber wir haben noch ein Secret noch nicht gelüftet hier. Das machen wir noch schnell, das Secret. Das müsste hier im Haus sein. Das will ich noch schnell mal machen. Crazy. 7-4 haben wir auch noch. Ich muss mich bloß erinnern, wo das war. Das war irgendwo hier, man muss hier irgendwie durchbrechen oder so. Weil unter uns ist ein. War das nochmal? Oder war das hier irgendwo? Weil unter uns ist noch ein Haus. War das nochmal? Natürlich ist es von reifen Männern, sich guten Geschlechtsverkehr zu gönnen. Was? Okay, ich kann mich nicht mehr erinnern. Weil da, guck mal, siehst du? Da drunter, da ist noch ein Stockwerk. War das nochmal? Ja, aber so einfach wie Resi ist es nicht, würde ich mal behaupten. Ja, klar, natürlich. Ja, Resi ist im Schwierigkeitsgrad. Pipifax. Ei, wie war das nochmal, Leute? Scheiße, wo war das nochmal? Einsicht? Mehr Einsicht? Also, denkst du?
erstmal rüber. Hier runterspringen. Brasse, wie gefällt dir Bloodborne? Ja, ist ganz cool. Also, mich triggert es jetzt nicht, ist nicht so hart wie Nico natürlich. Aber, ja. Passt. Kann man schon, kann man schon platinieren. Boah, ich kann mich nicht mehr erinnern. Alles gut? Ja. Tja. Ich weiß auch nicht, ob da jetzt wirklich was Wichtiges drin ist. Aber ich weiß, dass es da drin war damals. Da siehst du. Direkt drüber. Onshi. Ich probier mal nochmal. Ui, Sushi-Rollen. Ist direkt hier drüber. Ja, drunter meine ich. Keine versteckte Wände. Berkan schreibt, ich finde Bloodborne besser als The Evil Within 2. Aber The Evil Within 2 ist auch mega krass. Schie. Okay. Okay, gehen wir weiter. Es wird schwerer, ja. Okay. Hi, Marco. Dankeschön. Sushi ist das Beste. Wir essen Sushi. Chill, chill, chill. Ui, kleiner Schmuck.
der sich hier hoch verirrt hat. Jagst es nicht, gell? Informatiker schreibt, als der Schmuckosaurus geschrien hat, hat's mir im Ohr gescheppert wegen der Migräne. Marco schreibt, 48% habe ich jetzt bei Code Veronica, nur noch unter 4 Stunden den Raketenwerfer und dann Battle Mode. Nice. Viel Spaß. Ja, Battle Mode ist krass. Da musst du Nerven behalten. Axt, beste Waffe, meiner Meinung nach, schreibt Stefan. Ja, auf jeden Fall. F-Boy schreibt, eigentlich will ich euch in Ruhe zuschauen, aber kack Spätschicht. Ah, ja. Ja, dreckige Arbeit, Alter. Hast du normale Arbeit? Alle mit irgendwelchen Schichten. Marco schreibt, wird hundertprozentig durchgezogen, kein Aufgeben, immer dranbleiben. Oh yes. Ja, da oben gab es halt noch ein paar Sachen. Warte mal, war hier nicht der Boss? Hier unten. Ich bin mir nicht wahr, was ist das? Weil ich hab halt jetzt echt wenig Heilung. Shitty. Whiskers. Ritualblut. Das wird die Dinger. Für die Dungeons. Nein, wir lassen für dich keinen Sushi übrig, Berkan. Unsere Gains müssen wachsen. Wir brauchen das alles für unsere Muskeln. Okay, jetzt bin ich richtig gegangen. Weil sie macht jetzt den Ding auf. Abkürzung. Mhm. Oh yes. Liebes Abkürzung aufzumachen. Bei solchen Games. Probier's nochmal oben die Sachen zusammen. Sergli Wiesel schreibt, ich habe Resident Evil 2 Gamecube schon fünfmal durchgezockt. Mhm. Ich müsste mit Leon noch einmal spielen, dann müsste der Tofu kommen. Mhm. Aber sicher bin ich mir dann nicht. Okay. So, hier ist noch ein Molotov. Und hier ist ein bisschen tricky. Hier muss man laufen und springen. Ein bisschen so um die Kurve. Yes, Papa hat's geschafft. Nice. Blutige Boten, Kopfbandage. Okay. Braucht man nicht unbedingt. Sack. Nico Brasser, ich muss mich leider für heute verabschieden, muss noch zu meiner Freundin dann noch kaufen gehen, einkaufen. Jo. Vielleicht komme ich später nochmal rein, dein. Was? Dein Code Vane schicke ich morgen, Nico. Bis dann. Danke, Bro. So, machen wir es zum Suffer. Ja, bis jetzt läuft's gut eigentlich. Ganz chillig. Wir sind jetzt bei 2 Stunden bald. Wir sind schon weit. Also, passt schon. Hä? Trifft ihn einfach nicht. Ja,
Marco schreibt, für Rang A bei Code Veronica unter 4 Stunden kein Erste-Hilfe-Spray und nicht speichern, oder? Kann mich nicht mehr erinnern, ja. Also soweit ich weiß, darfst du gar keine Heilung benutzen, auch kein grünes Kraut. Und du darfst nicht speichern, das ist korrekt. Nee, ich glaube nur Erste-Hilfe, glaube ich. Schau einfach unseren Guide an, da haben wir ja alles erklärt. Ja. Es zählt nur eine Speicherung und das ist, die automatische. Ja. Also bei dieser Disk Change zu sehen. Mhm. Ah, da ist er doch. Schmuck. Zack. Blutsteinsterbe. Denkt ihr, es kommt neues Dark Souls auf PS5? Ja, dieses Elden Ring. Das wird richtig krank. Das ist von den Machern von. Wie heißt er da? Ja, dieser Schmuck da, der Game of Thrones geschrieben hat da. So ein alter Opi. Keine Ahnung. Nico, kannst du vielleicht später The Witcher 3 auch durchzocken, mit eventuell mit allen Trophäen? Ja, klar, natürlich. Nee, wir haben jetzt im Oktober, dann da kommen ja die ganzen Kracher raus. Das ist viel zu krank. Bloodborne, bestes Spiel für Platin, ihr seid die Besten, mach weiter so, danke René. So, gehen wir zu Rick. Berkan schreibt, in meiner Klasse gibt es nur einen Jungen, der Resi kennt. Er findet Resi 7 und 3 am besten. Ja, weil das die neuen sind. Und die alten kennt er nicht. Sag ihm, er ist ein Schmuck. Ja, Spaß. Dr. Schulz schreibt. Hallo Doktor. Grüße gehen raus an die Meister Popper Brüder. Könnt ihr schon grob sagen, wie lange ihr heute macht? Ja, so bis 8 Uhr, weil dann muss ich ins Meeting rein. Ich habe am Mittwoch immer ein Meeting in meiner Schule. Und bis dahin habe ich auf jeden Fall Zeit. Ja. So, gehen wir zurück. Alles klar, wir als nächstes machen jetzt danach Beetle Mode. Gönn dir. Hi Bene, servus. Jojojo. Traum des Jägers, Traum des Jägers. Jäger. Was wünscht ihr? Erstmal die Kacke zu drücken. Was wünscht ihr? So, was haben wir noch? Nix. Sergli schreibt, Resi 2 ist das Beste. Willkommen daheim, was für... Okay. Nun gut, lasst mich... Oh yes, 25. Noch 5 Levels, Leute. Und dann können wir weiterscannen. So, Kathedralenbezirk. René schreibt, ich habe sehr viele Spiele durch eure Tipps auf Platin gespielt, deswegen einfach nur der Hammer. Danke, Digga. Bald ist PlayStation 5 Generation, Leute. Bald geht's los. Die neuesten Games. Das wird einfach nur krank. PFBoy schreibt, man kann ja jetzt halt schon PS5 vorbestellen. Okay, habe ich bis jetzt noch nicht gesehen. Wie viel kostet der gute Stück? Ich denke, in der Vorbestellung wird es wahrscheinlich noch teurer. Ist normal. Beste Resi-Teile ist Teil 1, 2, 3 und Code Veronica. So, gehen wir hier jetzt noch in die Richtung. Das ist korrekt, da geht's noch weiter. Aber nur bei den Amis. Ach so. Unfair! Wenn du hier hochläufst, dann wird am Ende eine Leiche kommen. Da ist das der nächste Gegenstand. Ein Waffe, was? Ein Holzschild. Geil. Dieses Gegner finde ich voll geil. Marco schreibt, es kommt eine 2 Terabyte PS5. Ja. Kostet knapp 1000 Euro. Okay. Das will ich sehen, ob das stimmt. 1000 Euro je weit. Ja.
Peace out. Schmuck ist gut. Schon vergessen, dass er diese ganze. Da ist es. Holzschild. So, hier ist ein Holzschild. Holzschild. Das brauchen wir vor der Trophy. Alle Waffen. So, okay. Das ist so. Hä? Warte, was war das nochmal? Okay. Ist irgendwie ein bisschen anders in Erinnerung. Okay, gut. Jetzt habe ich so ein bisschen einen kleinen Hänger. Hänger. Kannst du da weiterlaufen? Nee. Okay. Nee, das ist noch zu. Okay. PF Boy schreibt, habe ich noch nicht gefragt wegen Preis. Ein Kollege hat Verwandtschaft dort, die haben vorbestellt für uns. Okay. Marco schreibt, denke die normale wird mit Laufwerk 500 kosten. Wird gekauft. Scheiße, geil, wie kostet. So, wir sind hier nach unten gegangen, glaube ich. Wir gehen jetzt mal hier nach oben. Ah ja, genau, das ist der richtige Weg, da ist hier dieser Schmuck. Was ist denn das? Das ist Mr. X. Mr. X. Boah! Ui! Der Bock. Der Typ hat Bock. Was? Die haben schon gezeigt, es kommt eine PS5 in 24 Karat Gold. Wird bestimmt so 7.000 bis 9.000 Euro kosten. Kannst dir schon anschauen. Ja, das ist für Scheiche. Scheiche. Was ist Scheiche? Ich weiß nicht, was ein Scheiche ist. Sammler oder was? Oh Gott, Bro, Alter. Ja, was ist Scheiche? Schau mal mit deinem Allgemeinwissen zwicken, Alter. Scheiße. Das sind ganz reiche Männer, die viel Öl besitzen. Viel Öl. Ölscheiche, mit so Turban am Kopf. Kennst du? Okay, ein Hieb noch. Leider vertan. René schreibt, die PlayStation 5 ohne Laufwerk ist 200 Euro günstiger als die mit Laufwerk. Was? 200 Euro? Du günstiger? Sicher. Wo ist das? Was ist das for PS Sickness? Boy schreibt, wird es nur ein paar Stücke geben. Gehen wir mal hier runter erstmal. Na, er schreibt, sorry, ich korrigiere mich, die PlayStation 5 ohne Laufwerk ist 100 Euro wert. Ja, das glaube ich. Marco schreibt an einen anderen Begriff für Scheicher. Schreibt Bonzen. Nein, das sind keine Bonzen. Scheicher sind Scheicher. Komm her, komm, komm. Opa! Opa! Schön gestaggert. Und dann abgemurkst. Abmurksen. Das ist mein Beruf. Abmurkser. Berkan schreibt, schade, dass kein neuer Resi 8-Schelle gekommen ist. Ja, kommt doch bald. Auf der Tokyo Game Show. Haben die jetzt angekündigt. Offiziell. Habe ich gesehen auf Facebook. Hat offiziell Resident Evil Team hat offiziell bestätigt. Die haben sich auch entschuldigt, dass im August nichts kam, weil die wollten Mitte August ja weitere Informationen geben. Informatia. Dann haben sie sich offiziell entschuldigt, Leute. Bei der Community. So, Fernrohr. Sehr schön. Okay. Hi Nico, was geht? Hello! Ja, wir platinieren endlich Bloodborne. Endlich ist es soweit. Richtig geil, Alter. Sergli schreibt, ohne Laufwerk ist doch kacke. Ja, ist halt. Seht ihr selber gucken? Ich würde es mir ohne holen. Ich kauf Miet. Kommt halt drauf an, was man halt spielt. Auf das Spielverhalten. Ich bin halt eher Multiplayer-Spieler. Deswegen ist mir scheißegal. Oh, blöd! Ich habe seine Reichweite unterschätzt. PF Boy
schreibt mir. Oh ja, es gibt Kurute Zeit. Super, Mann. Der bleibt Darmschuss. Der wohl schreibt, aber kann mir nicht vorstellen, dass das gut ist wegen der Hitze, wenn die in Gold ist. Wieso? Was soll denn das Gold behitzen? Bei der Hitze schwimmst du. Warte immer noch auf Dark Souls. Jürgen wartet auch auf euch, Yoshi. Ja, klar. Kommt bald. Kommt bald. Nö! Nee. Safe mit Laufwerk wegen Spielen auf dem Index. Eins. Ja, ja, stimmt. Das ist auch ein Grund. Da war Heimler. Komm mal. Hopp. Ich bin schon gespannt auf Resident Evil 8. Ah, ich hab ihn voll unterschätzt. Das war kacke. Hätten warten. Vierer Remake. Morgen Russland. Sibirien Live-Reaktion Stream am Start. Was? Jojojo. Der Bruder von Mr. X, Mr. Y. Mr. XY. So, ah, das war jetzt wieder. Das war jetzt wieder ein bisschen voreilig. Das ist halt Bloodborne. Wenn du da, Alter, zu sehr zu locker wirst. Nein, aber dass sie sich vielleicht nicht so gut verteilen kann und sie sehr schnell überhitzen wird. Hey, Alter. Schon huiel, blöd. Kackknoten. Super, blöd. Oh, mein Kreuz. Mein Baum ist Kreuz. Oh. Alter, hat er jetzt meine Seelen, oder was? Die Missgeburt. Ich glaube, der hat jetzt meine Seelen, oder? Das ist fucking chill. Aber wer hat meine fucking Seelen? Schaut nicht so aus, als hätte er sie. Irgendein Rabe? Wo sind die, Blatt? Ah, der. Bastard, du willst meine Seelen? Die PS5 kriegt eine bessere Kühlpaste, damit sie nicht so laut wird. Mhm. Gibt ja auch nicht Kühlpaste. Spaß. Verschau nach, bitte. Hey, bleib! Meine Seelen! Da war die Seelen. Ja, Papa hat Reaktionen wie ein Biest, Alter. Heute mit Lord of Chaos Platin bei Revelations gemacht. Nice. Ah, machen. Achso. Okay, nice. Weil wir haben ihn schon krass durchgezogen. Siehst du da? Perfekt. Meine Seelen sind wieder back bei Papa. Zwar nicht so schnell wie uns, aber... So, kill mal den. Ich will ihn killen. Vielleicht droppt er was Schönes. Oh, Ratte. Mickrige Ratte versteckt sich hinterm Baum. Wir müssen die kaputt hauen. Nein! 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 Scheiße. Vielleicht dann bei dem muss man so vorsichtig. Was soll das für eine Glocke, Alter? Ups! Eins. Na, nein, bleib B. Rösch! Oh nee, nicht schon wieder. Das ist ein Typ, so ein Verrückter. Guck mal, wie wenig Damage der kriegt. Oh, oh, ist das geil. Huh! Er lebt! Er lebt! Okay. Ich dachte, der ist tot. Und was hat er? Blutfuel in 2 Stück gedroppt. Echt jetzt? Ja, ich dachte, der droppt irgendwas Geiles. Naja, wenigstens 2 Stück. Blutscherbe! Nehmen wir Mitte. Was haben wir hier? Hier. 2 Wege haben wir hier. Ah ne, 1 Weg. Okay, geh mal runter. Runter. Komm mal. Runter. Irgendwas
stimmt so nicht. In Dark Souls gab es ja so Truhen, weißt du? Mhm. Die dich auffressen. Mäßiger Blut. Ah, das ist. Ja, jetzt verstehe ich, was das ist. Bald kommt Boss wieder. Ja, ich muss sagen, ich kann mich nicht mehr ganz genau erinnern an den direkten Weg, aber. Papa macht es schon. Gehen wir jetzt mal zu Rick. Da ist ja noch nach oben noch ein Weg. Ich glaube, ich weiß, welcher Boss jetzt kommt. So, das. Ich weiß gar nichts. Gehen wir hier nochmal hoch. Ah, yes. Alter, hat er mich getötet? Oh, ne. Er hat gewartet, bis ich schlagen und stecke. Hat er echt schlagen, ne? Der aushält. Das kleine Mistgeburt. Vor allem kleine Mistgeburt. Brasa, hast du Mortal Shell dir eine Trophäe noch geholt? Ja, hab ich. Wo ich dann auch offline gespielt habe, habe ich dann auch viel besser gespielt. Ja, das ist doch einfach viel besser konstruiert. Ich habe mich auch besser gefühlt. Blutflut. Nice. So, können wir das aufmachen? Hä? Nee, oder? No! No! Okay, fuck. War doch falsch. Falscher Weg. Jetzt haben wir aber alles abgefarmt. Alles überprüft. Ja, alles. Ja, jetzt gibt's hier noch einen Weg runter. Runder. So, ah, genau. Das kenne ich doch. Bioshock haben wir alle platiniert. Richtig, richtig geil. Was soll ich der Rate schon mal sich an, Alter? Du schaust aus wie ein Hurensohn. So, also, wir haben hier dieses nach unten da. Aua. Ah, genau, da gehen wir ja da zurück wieder. Warte, ging's da nicht weiter oben noch? Boah, keine Ahnung, wie viele Platinen wir haben. Wir haben auch noch nicht so viele. Blackout, kleinen Blackout. 8000 nochmal war schon. Das ist schief. Hunskrippel. Ah, hier war dieser Typ hier. Shitty, okay. Also irgendwie ich nicht verstehen. Nichts verstehen? Ich hab echt vergessen. Also weil im Endeffekt wir haben zwei Wege hier. Einmal da, wo dieser Typ hier war. Ah, ich glaube, ich weiß, wo das weitergeht bei dem Typ hier. Da, wo der gucken wir gleich. Okay. Fuck off. Wuhu!
Hundskleepy. Elendige. So, fliegen wir mal zurück, mal ein bisschen upgraden. So. Ah, ich muss was finden. Wir wollen leveln. Oh, zwei Levels sogar. Okay, nur noch drei Levels, Leute. Drei Levels. Alternam. Ich guck mal, ich glaube, ich weiß, da gab's, glaube ich, Leaks im Weg noch. Oh, hi Royal. Jägeroxt. Jägeroxt. Was sagt er? What's next? Okay. So, genau, da nochmal kurz hier. La, 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 la. Findet ihr eigentlich, dass es anders ist, Games zu zocken, so aus Spaß? Wie jetzt als Beruf und hier 8 oder 9 Stunden am Stück zocken tut? Ja, es ist besser. Weil wenn du aus Spaß spielst, du nimmst es halt nicht so ernst. Also du konzentrierst dich nicht so geil. Du hast auch nicht unbedingt die Motivation. Also wenn du jetzt nicht so krass. Weil wenn du, sagen wir, schon erwachsen bist und du hast schon viele Jahre gespielt, irgendwann mal wirst du die Lust verlieren zu zocken. Wenn du das aber so berufsmäßig zockst, dann ja, ist das anders. Ich glaube, hier war ein Weg nämlich irgendwo. Ich glaube, man muss ganz hoch. Irgendwann mal, früher oder später, wirst du nicht mehr so gerne zocken. Wenn du viele, viele Jahre Spielzeit auf dem Buckel hast. Und wenn du halt das für YouTube machst, für andere Leute, dann macht es halt mehr Spaß, weil da hast halt dann nochmal so einen Sinn dazu, extra Sinn und so. So, war das nicht hier? Ich hab das echt anders in Erinnerung, muss ich sagen. Ja, dass dort zum Beispiel noch ein Weg war. Also wo wir da jetzt hier, wo hier die Sackgasse ist, war dort meiner Meinung nach noch ein Weg. guck mal kurz nach, Alter. Also schau dir mal irgendeinen Speedrun an oder irgendwas. Irgendwie habe ich jetzt echt einen Hänger. Kurz. So. Warte mal, hier können wir ja auch noch. Zack. Zack. Yo, hi Fabi. Perfekt. Blutikus. Hier kann man ja ein bisschen runterspringen. Das ist Speedrun in 34 Minuten. Sache erinnert. Ordentlich Seelen noch gemacht hier. Jo, hi, Pomok. Jo, jo. Ja, hab ich das.
Hab ich doch. So, von nach oben. Warte, das ist nur der Schalter, ne, ist der noch. So, ich glaube, hier war noch was. Hier unten. Ich dachte, hier ist noch was. So aus der Erinnerung. Aber ja, keine Sorge. Wir skillen ja uns nebenbei. Wir werden das Spiel locker platinieren. Platinieren. Also meiner Meinung nach ging es hier weiter irgendwo. Schauen wir mal, ob hier irgendwas übersehen hat. Weil hier geht's einfach nur noch hoch. Ah, hier! Tatsache. Hier ist ja noch der Weg. Okay, so, jetzt weiß ich, wie es weitergeht. Hier sind einige Werwölfe in diesem Bereich. Hier muss man echt aufpassen. Ich freue mich schon, wenn wir auf Stärke spielen. Ja, ich hab echt gefunden, so. Ah, okay. Da bei der Abkürzung, da war noch ein Weg, eine Gasse und eine weitere Straße. Sehr verlassen. Hi Patrick, servus. Kräftige Cocktail. Glaubt ihr, man sieht Zockern sofort an, ob sie mit Leidenschaft zocken oder eher just for fun? Ja klar, natürlich. What's that for a question? Ah, genau, hier können wir noch nicht. Das ist von der anderen Seite. Schau in ihre Liste, in ihre Playlist und du kapierst sofort, was das für Gamer sind. Royal hat geschrieben, Nico, du hattest übrigens recht, was meine Freundin anging. Wir haben uns gestern getrennt, es hat einfach nicht gepasst. Sehr schön, herzlichen Glückwunsch. Nee, wirklich, das gehört dazu halt. Ich habe auch eine scheiß Beziehung hinter mir, also wo ich jung war, als ich jung war und so. Das Kordel! Muss man halt lernen, daraus. So, ja, dafür findest du jetzt eine bessere, Alter. Man lernt halt draus. Man fällt, steht wieder auf. Ich glaube, jetzt kommt da jemand von oben, soweit ich mich noch erinnern kann. Ah, da ist er. Komm. Zack. Marco schreibt, ja. Zocke seit ich 4 Jahre war, 25 Jahre Gamer-Erfahrung. Krass, ja, wie Brasa. Brasa spielt auch ungefähr seitdem er 3 ist. Oh, Blitz, okay, Banner. Brasa oder so. Ich zock erst seitdem ich so 6 bin, aber so richtig seitdem ich ungefähr 8 bin. Also so richtig. Das waren noch andere Zeiten, also ich hab da keine Konsole gehabt damals noch. Ah, Garis, Suka. Zack. Garisch. Keine Geduld. So, wir haben einmal hier den Weg rein. Gegen Gift. Alter. Marco schreibt, hab Resi 1, 2, 3, 4, 5, 7, Platin. Code Veronica gerade dabei 48% und Zero 42% kommt danach. Wer? Marco. Marco. Ah. Ja, Marco, Code Veronica wird geil, Alter. Das ist ein bisschen Challenge, Alter. Wenn du das hast, kannst du dir echt auf die Schultern klopfen, Alter.
Berkan schreibt, fast alle aus der Schule spielen Fortnite, nur ich und ein anderer Junge spielen Resi. Ja. Das ist die Generation Kiddies. Fortnite Kiddies. Zack. Aufgemacht. Aber dann fehlt dir ja noch 6er, ah, Marco. Okay. Fehlt dir auch noch. Ja, 5er, 5er hat er? Mhm. 1, 2, 3, 4, 5, 7. Ja, und Zero? Ja, Zero hat er 42% gemacht. Ah, okay. Feuerpapier. Feuerpapier! Yeah! Okay, das haben wir aufgemacht. Hier war genau das. Perfekt. Immer runter. Boah, ich liebe Bloodborne, Alter. I love it. I love it! So, im Endeffekt war das einfach nur... Hier, abkürzen. Abkürzen. Alle anderen haben Angst, die Lauchs. Hier müsste einer sein. Jo, servus, Was? Vincenzo oder Vincesco. Ich sag einfach Massad. Guten Tag. Marco hat geschrieben, ja, Herausforderung treibt den Zwang an, da muss man dranbleiben. Stimmt Teil 6, habe ich 56%. Ah, okay, nice. Ja, also drei, hat da eigentlich alles schon ein bisschen angespielt. Ja. Also drei Teile noch. Hilft nice. Dir. Nice. So. Enzo. Okay, ja, alles klar. Soll ich Enzo. Warte mal, war das? Ah, nee. Das ist der Weg zurück. Ich stehe hier nur Bahnhof, Alter. Shit. Ja, ich kenne mich hier gut aus. Ich glaube, wenn ich hier spielen würde, ich würde hier nach 5 Stunden nicht rauskommen. Einen wird mir nur verlaufen. Ja, am Anfang ist echt ein bisschen verwirrend. Ich weiß noch bei Dark Souls, wo ich angefangen habe. Ich dachte, ich bin behindert. Ja, der hat sich geheilt oder so. Sehen, oder? Voll krass, gell? Blutsteinscherben bedroht er. Müssen unsere Waffe mal upgraden, oder? Berkan schreibt, Brasa werde für dich Resi 5 Platin machen, weil du ja am meisten Resi 5 magst. Ey, würde es für die Ablo 2 Platin geben? Instant machen. Okay, ich glaube, unten ist der Boss, soweit ich mich erinnern kann. 19. Echt? Ja, 19 Dinger haben wir. Da unten, da ist normalerweise der Boss. Oh, ich bin gespannt. Das Problem ist, Allah, ich würde gerne mal noch ein Skill reinmachen. Aber nicht so schlimm wie ein Hellpoint. Ja, Hellpoint, das ist einfach. Das wäre ja auch eine Schiene ja, Platin ist der Boss geworden, ja. Aber ja. Kann man nichts machen. Schnellster Run war bei Resi 3 Remake 58 Minuten ohne irgendwelche unendlichen Minibuffen. Okay. Nice. Ja, soll ich probieren oder was? Ja, ich würde mal geschwind aufs Klo gehen. Feuerpapier. Feuerpapier. Oder wir reisen mal kurz zurück. Ich glaube, wir gehen auf Sicher. Neu erwachen ohne Blut-Echos zu verlieren. Zack, zack, zack. Weil, können wir noch einen Skillpoint machen? Können wir uns vielleicht noch ein paar Cocktails mitnehmen? Ohne Alkohol? Ah, ich liebe dieses Spiel. 2:30 sind wir jetzt im Moment. Ja. Gewehrspeer. Eine Trickwaffe von den Werkstattketzern. Den Pulverfässern. Ah, genau. Was wir noch machen können. Ui. Okay. Wollte doch zum Jäger. Jäger. Brasa, komm gleich. So. Normalerweise, genau, wir können hier schon rein. Hier ist ein kleiner Schmokosaurus. Ich bin. Ihr seid mit Seed, wisst. So. Dies eine, wie ihr. So. So, warte mal, wie war das nochmal? Dies an ihr. Okay. Hier. Hier können wir noch nicht schmochen.
war das hier? Aha, aha. Waffen reparieren. Reparieren. Blutechos, sehr schön. Und Waffenverstärkung. Verstärkung. So, um die zu verstärken, brauchen wir einen fucking Blutsteinscherbe. Dreimal machen wir. So, jetzt haben wir Jägeraxt plus 1. Es gibt auch eine Trophäe, man muss auf volle Stufe bringen. So, 5 Blutsteinscherben. Zack, wir haben noch 30. 8 Blutsteinscherben. Jetzt wird die Waffe deutlich besser. Mehr Blut-Edelsteine zu verstärken, erforderlich. Also, wir brauchen jetzt Zwillings-Blutsteinscherben. Seht ihr da oben? Wie schaut's mit der Waffe, mit der Zweitwaffe aus? Die werden wir auch verstärken. So, passt. Das haben wir gemacht. Blut-Edelsteine-Verstärkung. Da sind so wie Sockel da. Seht ihr da? So, was haben wir denn hier? Was wir haben? Wir haben physischer Angriff 18, 14, 16, 16, 16. Oh, nehmen wir das. Zack, rein. Zweite. 20. Gehen wir auf 20 rein. So, damit ist die Waffe schon mal deutlich besser. Besser. So, dann das rein. Perfekt. Waffe reparieren. Okay, das haben wir gemacht. Jetzt haben wir deutlich stärkere Waffe. Das ist unser Larger Plots. Und jetzt würde ich mal... in der Koop. Genau, Herausforderungsglocke und Schalldämpfer brauchen wir noch. Jetzt haben wir die genommen. Ich habe die gar nicht genommen. Können wir schon mal upgraden oder wie schaut's aus hier? Ich habe meine Waffe upgraded. Und noch Sockel. In Sockel was reingetan. Wir sind jetzt nochmal 3 Stufen stärker mit der Waffe. Das hat sich gelohnt, wieder zurückzufliegen. Erstmal verkaufen. Verkaufen, was können wir hier? Bestienbluttablette. Riesige Arzneikugel, die kurz beim Bestien verleiht. Das braucht man nicht. Dann, das brauchen wir auch nicht. Weitere Medium, das Quecksilberkugel stärkt. Ich weiß nicht, ob ich Hellpoint spielen werde, wenn die PS5 kommt. Mir hat das nicht so gefallen. Dann nichts spielen. Nichts spielen, wenn nichts gefallen. 500. Ich glaube, ich kaufe ein paar Molotovs. Seil-Molotov-Cocktail. Molotov-Cocktail, der nach hinten geworfen wird. Okay. Deckern schreibt, mein Vater wird... Ich kaufe mir jetzt 9 Stück für 3... 4 für den Boss. Mhm. Oder was los? Nee, ich kaufe nicht. Oder was los? Nein, ich kaufe nicht. Ich spare alles auf. Berkan schreibt, mein Vater wird die PS5 direkt vorbestellen und dann wird The Last of Us 2 und The Last of Us, bitte, okay? Und so The Last of und, Us. Und Ghost of Tsushima gezockt und natürlich platiniert. The Last of Us. Kathedralenbezirken. Komm mal jetzt am schnellsten dahin nochmal. Kathedralenbezirk. Ich glaube hier, das ist der schnellste Weg. So, wir sind jetzt auf jeden Fall deutlich besser vorbereitet. Vorbereitet. Werde schön durchrennen einfach. Werde niemanden killen, einfach durchrennen schnell. Weil das sonst kämpfen wir uns wieder eine halbe Stunde da bis dahin und dann haben wir wieder einen Punkt zum Upgraden. Na komm schon. Nachhallglocke. Ich habe Nackenschelle gelesen. So, gehen wir hier mal runter. Dann gehen wir hier runter. Ja, und nach dem Boss, wo wir gerade gespawnt sind, dann geht dann die rechte Tür auf. Ja. Und dort können wir dann das nächste Abzeichen holen. Geil. Und dann kann man da 3 weitere Waffen sich kaufen. Geil. Sehr schön. Sehr schön. So schön. Trinke Ayran, werde Bayran. Genau. Trinke es in Eimer.
Bayran habe ich von Nico gelernt. Was? Ja, das ist Insider von Jelena. Ihr Vater sagt Bayran. Ah, okay, das war jetzt falsch. Hi, Davide Ferraro. Okay, da haben wir uns ein bisschen Zeit verloren. Aber wir sind auf dem richtigen Weg. So, wir werden jetzt hier niemanden töten. Wir werden einfach durchrunnen. Durchrushen. Kannst nicht mal. Kannst nicht mal. Ui, sorry. Ja, genau. Was ist das für eine Hitbox-Range? Das ist einfach, super Hitbox. Bloodborne. So, dann hier runter. Zack. Und dann sind wir schon fast beim Boss. Feuerpapier haben wir dabei. So, hier einfach links. Was haben wir denn eigentlich noch für Sachen hier? Was machen Sachen? Nixe. Machen wir mal noch hier Gegengift rein. Nicht, dass wir noch irgendwie angepupst werden oder so. Ja, wer weiß. Ich hab vergessen, was der alles macht. So, laufen wir hier durch. Ich werde niemanden töten. Wie gesagt, weil... Opa, sorry. Weil, jo, damit wir Zeit sparen. Was hältst du von dem neuen Game Wukong? Nix kennen, Wukong. Und Marco fragt, kommt eigentlich nur Dino Crisis Livestream? Hä? Achso, ja. Das kommt, aber wir müssen noch ein paar Sachen einstellen. Hä? Was ist das denn? Ah, das sind diese kleinen Mistgeburten. Ja, die droppen Sachen. 11 Seelen? Wutsteinscherben. So. Die droppen halt. Was machen die hübschen Frauen? Okay, let's go! Okay, jetzt müssen wir mal zusammenreisen. Also, nichts zu sagen, Brother. Bluthungrige Bestie! Help! Somebody get help! Alter, hält es lang. Dieser Feuer. Da, vergiftet. Ha, wusste ich doch. Alter, guck mal, wie krass du mich vergiftet. Alter, gut, dass ich das eingepackt habe, Alter. Alter, schon wieder vergiftet. Fast gestorben. Alter, schon wieder vergiftet. Okay, ich versuch mal jetzt über der Säule. Bergmann schreibt, es gibt einen Trick. Man muss eine Flasche irgendwo hinwerfen, dann greift er dich nur zeitlich an. Ist das behindert, Alter. Also, dass du sofort vergiftet wirst. Mit einem fucking Hit, Alter.
Ahnung, was das gegeben hat. Da musst du echt aufpassen. Zappelt noch wie so ein Zappel-Philipp, Alter. Na! Dich vergiftet mit deinem Hit. Genau. Oh ja, klar, natürlich. Ich treffe nicht und der trifft mich einfach durch. Genau. Boah. Bastard. Okay, ich muss noch ein bisschen besser beobachten. Weil eigentlich macht das simple Hits. Okay, da flieht er immer. Zuckerblatt. Halt's Maul, Arschloch. Dritte Phase. Phase des Hurensohns. Komm her, Kalibre. Dauer, komm her. Schon wieder vergiftet. Oder nicht, nee. Komm schon nach, du Blick. Wieder raus, Blick. Falsch genug. Alter. Du spinnst schon ein bisschen, ne? Psychopath, ne? Blatt, das gibt's doch nicht. Psychopath, Blatt. Ich werde nur jubeln. Ist da, Blatt. Okay, man kann ihn auslaugen komplett. Okay, ich probier mal was. Das ist so Noob-Strategie. Zweiter Angriff. Vielleicht sagt er nicht. Doch blut! Ey, das ist. Alter, ist er krank. Ich dachte, ich kann ihn töten. Alter, ich finde den echt krank. Weiß nicht, was du dazu sagst. Ne? Weil der ist voller Gift, Alter. Das ist einfach krank, Alter. Alter, ich bräuchte eigentlich irgendwelche Schusswaffen gegen den. Ich finde ihn einfach komplett krank. Oh, da verdrückst du dich einmal. Hast du gesehen? Oh, Alter, ist das ein bisschen gut. Timo S. schreibt, bei dem Drecksboss bin ich, glaube ich, 10-mal kaputt gegangen. 3 Phasen hat er, brauchst oft Gegengift. Davide Ferraro schreibt,
Black Myth Wukong, ihr müsst euch auf jeden Fall die ersten 13 Minuten das Game anschauen, ist ein Dark Souls-like, der Hammer. Was? Was für ein Spiel? Black Myth Wukong. Okay. Noch nie gehört. Ja, er hat sich bei dem Game gedacht, mein erster Gedanke war, gib mir das Game und nimmt all mein Geld. Und Stefan T. schreibt, ich glaube, ich bin immer um den Altar rumgesprungen. Ja, ich glaube, das ist die beste. Und Berkan schreibt, Nico, es heißt Blutcocktail oder so, wirf sie irgendwo hin und ich weiß nicht, ob es nur bei der ersten Phase klappt oder für immer. Ja, ich würde. Aber es war echt spannend zu gucken. Ja, echt? Ich dachte, ich pack ihn. Also. Ich denke, ich habe halt viel zu viel gelabert. Ich hätte mich besser konzentrieren sollen. Wir haben jetzt kein Feuerpapier. Ich überlege, ob ich noch vielleicht ein bisschen Geld farme und mir Cocktails hole. Feuercocktails, weil das ist echt ein Missgeburt. Ja, ich mach das. Wir brauchen im Endeffekt einen Run ungefähr dort. Dann haben wir genug Geld. Okay, let's go. Was droppen die? Das macht doch 141. Hast auf jeden Fall fast platt gehabt. Ja. Hi Tapio, servus. Jojojo, Berkan schreibt, Brasa, mein Vater sagt auch immer, es ist spannend zuzugucken. Was ich halt cool finde, ist so, wenn man halt so seinem Lieblings Streamer zuguckt oder Streamerin und nebenbei noch am Fräsen ist. Das ist am Kino. Hä, hey, ist er unsichtbar? Ja, der ist da drin. Guck mal. Alter, ich hau ab hier. Crazy. Yes. So. Wir haben 1000. Ich würde hier die Werwölfe killen und dann zurückfliegen und dann müssten wir eigentlich Cocktails haben und alles, müsste alles reichen. Ich habe keinen Bock, den ohne Cocktails. Ich denke, ich kaufe mir noch mal Feuerpapier. Also den ohne Cocktails, Alter, habe ich echt keinen Bock. Brauchst noch Gegengift? Ah, Gegengift auch brauchen wir nicht. Scheiße. Ja, kaufen wir das. Kein Problem, Bui. 1400 haben wir schon. Nice. Wir droppen auf Scherben. Wir brauchen schon Doppelscherben. Mhm. Um aufs nächste Level zu kommen. Aber die droppt noch keiner. Marco schreibt, also wenn Resi Code Veronica Remake kommt, dann auf jeden Fall auf PS5, aber auch erst wenn nach Resi 4. Ja, ja, klar. Erst kommt Resi 4, also Resi 8, dann Resi 4. So, der ist auch down. Post. Was haben wir hier? 4-3 jetzt. Berkan schreibt, versuch Blutcocktails beim Boss. Bei mir hat's geklopft. Okay. Alter, ich hab aber keinen Bock, so viel Geld auszugeben. Alter, ich darf nicht sterben. Was ist los? Fabio schreibt, habt ihr euch heute wieder was
in Anführungszeichen Leichtes ausgesucht. Ach so, ja klar. Ja klar, zum so Wochenbeginn, weißt du. Brasa hat ja Modern Warfare 2 sich gegönnt. Und ich hab hier halt auch was Leichtes mal ausgesucht. Okay. So, dann benutzen wir mal hier Zeichen eines starken Jägers. Verwenden, ja. So, dann können wir uns mal Cocktails kaufen. Schleifpapier. Papier. Und Dr. Schulz schreibt. Aber ich denke, die Cocktails werde ich nicht kaufen, Alter. Weil du hast ja gesagt, die kosten 2000. Mhm. Das kaufe ich nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. Ich finde diesen Namen cool. Dr. Schulz. Schulz. Ja, er schreibt, ich wundere mich übrigens, dass schon die ganze Zeit das Mortal Shell immer mit Dark Souls verglichen wird. Für mich hat sich das Kämpfen eher wie Bloodborne angefühlt. Schnell an den Mann, austeilen, wieder weg. Ja, finde ich auch. Ja, die vergleichen alles mit Dark Souls. Also, alles einfach. Okay. So, was haben wir hier? Gegenstände, Molotov Cocktails, 14 Stego. Wir brauchen erstmal Gegengift. Oh, allein das Gegengift kostet 5400. Scheiße. Gibt's eigentlich irgendwas noch, irgendwas gegen Gift noch irgendwas? Bleibt gegen Gnade. Allah, guck mal, Repetierpistole. Jägerdonnerbüchse. Scheiße, Alter. Ey, wir müssen nochmal einen Run machen. Leute, spendet Geld. Wir sind arm. Wer? Wir? Help! Somebody get help! Ich kann mir nicht mehr neue T-Shirts kaufen für den Stream. Spaß. Ich hab kein Klopapier mehr. Na, Spaß. Was gibt's noch für CODs? Für PlayStation 4? Also Modern Warfare 3? Meinst du jetzt Remakes oder? Ja. Ich glaube, Modern Warfare 3 ist nur Multiplayer. Ah, okay. Geremaked. Okay. Ja, aber sonst wäre halt das, sagen wir mal, neueste, was wir noch nicht gespielt haben. Wo wir noch Multiplayer gespielt haben, könnten wir auch machen. Läuft voll gut, dann. Hä? Also, es spielt ja auch vor COD4. Mit Captain Price. Captain Price. Ja. Ach, Bruder. Ich freue mich schon auf Demon Souls Remake. Oh, das wird krank, Alter. Da freue ich mich auch. Da freue ich mich auch. Hoppa, sorry. Kein Bock auf deine Story. Hä? Ah, da war was. Hoppa! Oh, Marco schreibt. Also, was ich auch sofort kaufen würde, ist, wenn Team Ninja wieder neues Ninja Gaiden. Ninja! Bringen tut, weil die haben gesagt, wäre die nicht abgeneigt. Ja, das will ich mal sehen, wie sie das machen. Also da würde ich auch sofort zuschlagen. Platin Guide an einem Tag. Platin Guide an einem Tag, genau. 24 Stunden Livestream. Hab ich schon verstanden, Ferraro. Alles cool. Oh, hi Domi, servus. Hallo. Hallo! Was? Ein 6? Oh! Mannis.
Ja, easy, ein Tag Platin. An einem Tag, in 24 Stunden alle Ninja-Guiden auf Platin. Alle. Easy going. Ich frage mich, ob das einer gemacht hat. Ich müsste mal so einen Speedrun angucken von Ninja-Guiden. Müsste normalerweise gehen, Brudi. Jungs, was geht? Pumpt ihr schon 400 Kilo auf euren Nacken? Nee, 400 noch nicht. 390. Das ist scheiße. Der war gut. Ja, wir hatten heute Brust-Trizeps. Da wurden die Titlis geformt. Yes. Oder. Domi schreibt 399. Marco schreibt, wenn die das auf jeden Fall machen und wenn es nur für Xbox Series X kommt, dann würde ich sogar noch eine Xbox kaufen. Okay, das ist ein richtiger Fan. Das ist ein richtiger Fan. So, 5-8. Okay, fliegen wir nochmal zurück. Und was hast du heute trainiert, Domi? Ah, shit. Hey, das können wir eigentlich hier gleich mal platzieren. So, zack. Und dann können wir das einfach benutzen. Ah. Hochdales. Und dann auf in den Kampf. Oder wir machen noch einen Run. Und machen noch ein Level Up. Nee, mach mal fertig. Mit den Cocktails schaffen wir ihn. Ich heb mir die Cocktails für die letzte Phase auf, Alter. Was? Ich finde die voll krank, Alter, wenn er dann mit seinem Gift da anfängt, rumzuhantieren. Du what? Rick Grimes. Ich finde schade, dass er nicht sofort zurückfliegt. Also komplett. Mhm. Beste Ninja Gaiden. So, okay, gucken wir mal. Gegenstand der langen Cocktails. 15 Stiegel. Beat nuts. Alter, wie viele kann man denn da mitmachen? Beat nuts. Ah, es wurde gelagert. Ich kann nur 10. Nichoja. Oder was? Unfair. Unfair. 10 kann ich noch. Unfair. So, okay, let's go. Konnte man noch Papier kaufen? Ne, Papier konnte man nicht kaufen. Ich nehme mal das weg, damit wir schneller durchschneiden. Okay, let's go! Ich bleibe im Moment bei den Beinen. Ah, okay. Weil ich hab morgen Leg Day, absolut keinen Bock, Alter. Leg Day? Erstmal ein paar Tage noch nicht mehr laufen können. Ich gehe zwar wie eine Jungfrau nach dem ersten Mal. Dafür kicke ich alle weg. Wie der Jungfrau nach dem ersten Mal. Marco schreibt, ich glaube Ninja Gaiden 2 und 3 ist, glaube ich, auf einem österreichischen Account zu finden, auf einer Xbox. Wie? Bei ihm oder was? Oder? Ich nix verstehe. Bei dir oder was meinst du? Oder meinst du im Shop auf dem österreichischen? Nimm die mal mit. Die Bastards. Das sind Reflexe. Reflexe eines echten YouTubers und nicht eines Gronks. Bin mal gespannt, ob das irgendwer jemanden mal Gronk schickt. Dann gibt's ein paar extra Klicks. Ein Klick gibt's dann extra vom Grund. Ja. Ein Like und ein Abo. Genau. Genau, Shop Österreichisch. Österreich Beste. Na wei, Panjechere bleibt. Zack. Hopp. 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 Heute du geht's. Keine Zeit verlieren. Heute Bixen. Deine Mutter, die heute Bixen.
Bayern Beste. Musste man Baran denken. Ah, ich liebe Bloodborne. Bloodborne. Gronks Aim sind einfach nur Schmerzen vom Inseln. Jo, hi Ladermaus, servus. Hello! Grüß Gottele. Grüß Gottel. Grüß Gottel. Grüß dich. Ach jo. Ach Leid, das Leben als YouTuber ist schwer. Ist schön. Das ist so schwer. So schwer. Stehst in der Früh um 2 auf. Ja, um 14 Uhr. Ja. So. Чё, блядь, охуел, что ли, блядь? Ты чё, охуел, блядь? На тебе, блядь, сука, блядь. Was, 900 gibt er? Was? Der hat 987 geschmockt. Ja. Nee. Komm hier! Hey, Jero. Komm hier! Nee! Was habt ihr am Wochenende vor, Jungs? Wochenende. Wir hätten mal abstimmen lassen in der Gruppe. Da muss die Gruppe abstimmen. Wir brauchen mal ein Spiel für die Mädels. Zum Beispiel Heavy Rain oder sowas. Brazovic, zockst ja eigentlich auf der Xbox. Ja. Müsstest dann mal gucken, ob Ninja Gaiden 2 drin ist. Ja, guck ich mal nach. Jerome von Fortnite. Jerome Boateng? Oder? Nee, Jerome. Ah. Es gibt einen Charakter in Fortnite, der heißt Jerome. Echt? Der ist schwarz. Okay. Guck die Animes. Ja, ich gucke Animes. Hentai. Hardcore Edition. Ab 40. Ja, also ich gucke Animes. Also bei mir müssen Animes ab 40 sein. Sonst gucke ich sie nicht. Ich habe letztens, was habe ich geguckt? Wie hieß das eigentlich? Hentai. Ja. Nix Hentai. Okay, 17 Fiolen. Soll ich reingehen? Okay, Leute, jetzt geht's ab. Berserk habe ich letztens. Jetzt geht's ab! Wuhu! Ui, Marco sagt Ninja Gaiden 2 vielleicht am Wochenende mit den Mädels. Ja, natürlich. Leute, wollt ihr mich veräbeln? Veräbeln. Na, bleibt. Abschluck, die Pfanne. Dabei, bleibt. Komm her! Matthias schreibt, hey Jungs, geht in die Kirche, da gibt es doch eine Abkürzung. Echt? Wie liegst du da? Yes! Nee, blitz! Oh, srrrt, blitz, wey! Giftam, blitz, in die Bande. Marco schreibt Hentai 18 plus. Okay, jetzt verstecke ich mich hinterm Altar. Wie lange ist es her, dass du das Game gezockt hast? Boah, 5 Jahre? Ey, Zucker, bitte stein, blitz! Zucker, blitz, die Bande, ey! Warte, blitz! Warte, wer geht so ein wie da das war. Habt ihr Naruto geguckt? Nein! Warte mal. Bro. Okay, ich weiß, wie ich ihn ficke. Guck mal, pass auf. Einfach stehen bleiben. Zurück. Okay, der hat auch einen anderen. Was ist das denn? Komm her. Hats! Hops! Einfach zurückspringen. Zack. Und dann. Oh. Nein, chill. Chill. Komm schon. Cocktails spare ich mir zum Schluss. Und? Yes. Geh mal zum Altar. Ich glaube, beim Altar kann man trotzdem am besten machen. Ja, ich glaube, beim Altar kann man am besten machen. Wer kann schreit? Blutcocktail! Mein Blutcocktail. 2000 Euro kostet Blutcocktail. Denkst du? Ich bin hier Rockefeller oder was? Komm hier! Hoppa!
Lass Arschloch, gib mal nicht. Komm, komm, komm. Boah, Alter, der nervt gut aus. Komm her. Yes, 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 yes. Man muss hier bei Maltar eine ordentliche Strategie finden. Ich glaube, ich habe ihn gleich. Ich glaube, ich habe gleich eine Strategie. Oh, der ist echt krass. Also, ich finde ihn echt heftig. Okay, Banner, Blatt. Muss halt die Ausdauer aufpassen. Die Ausdauer. Das kann doch nicht sein. Wie kann man so verfehlen? Also, Hammer. Komm, komm, komm. Hopp, hopp, hopp. Das ist die beste von. Okay, Molotovs. Hoppa. Hat das viel abgezogen? Oh, hat er gebrochen. Hier! Hat er getroffen, oder? Krank. Ein Hit und dann hat er mich vergiftet. Und geh lieber da wieder hin. Boah, diese Missgeburt, Alter. Okay. Getroffen. Komm, schrei. Schrei, Blatt! Na, Sucker! Alter, wie der nicht trifft! Wie der nicht trifft, Blatt! Arschloch! Oh, Alter, sowas riecht mich so drauf, Alter. Der erfindet so einen Boss! Boah, Molotov getroffen. Alter, der hat mich wieder vergiftet. Guck dir das mal an. Der Blätter, der ist super normal, Mann. Wo bist du? Arschloch. Alter, pisst jetzt, Blätter. Alter, pisst jetzt, Blätter. So krass. Hier, nass. Kannst du mir das mal erklären, dass das für eine Scheiße ist? Kann nicht kommen. Boah, ist das eine Missgeburt. Ey, das ist eine richtige Missgeburt. Den Cocktail verfehlt wieder. Ah, ich hab jetzt was kapiert. Von den Schlägen hier. Eins. Das ist ein jetzt. Das Zuckerblatt kostet. Okay, ich muss hier sehr krass auf die Frames achten. Von den Schlägen. Ja, das bringt mir gar nichts mehr. Ich muss wieder zu den Tag. Hoffen. Hoffen, Blatt. Ja, ich glaube, ich pack ihn schon. Und ich drin nicht mehr kurz.
muss hier richtig krass auf seine Schläge achten. Von der Reihenfolge, mit welchem Takt er schlägt sozusagen. Echt super. Alter, das ist einfach so eine Missgeburt. Ja, genau. Komm her! So schwer. Du musst so krass drauf achten. Eins, zwei, drei. Was so nah, das ist super. Moose! Nice! Okay, wir haben den fucking Kelch, Alter. Ich muss sagen, man muss halt hier voll krass auf den Rhythmus seiner Schläge achten. Mhm. Also, wie er so, er macht so tum, 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 weißt du? Mhm. Also, wenn du gleich ausweichst, dann trifft er dich mit dem dritten, vierten Schlag. Mhm. Puh, also, es haben dann noch ein paar geschrieben, dass die haben Blutcocktail-Taktik gemacht. Mhm. Und dann haben die immer einen starken Angriff von hinten gemacht. Okay, nice. Ja, kostet halt 2000. Mhm. Blutcocktail. Und dann hat noch jemand geschrieben, Pater Gascoigne, also dieser vom Friedhof, der hat mega viel Giftresistenz. Okay. Gott, jetzt erstmal skillen! Skill! Und die am Moment hat geschrieben, oje, warte ab bis zu den DLC-Bossen. Okay, wir haben Vitalität Stufe 30 erreicht. Jetzt machen wir noch Stärke und Geschick auf 20. Beide. Als nächstes. So, 5000 haben wir. Ich überlege mal kurz, was wir machen. Ob wir uns irgendwas kaufen. Nee, wir kaufen jetzt noch gar nichts. Jetzt gehen wir jetzt nochmal zu der Kathedrale nochmal zurück. Kathedrale? Mhm. Alte Jägerglocke. Jetzt müsste da ein Gang offen sein. Ja. Waffen verstärken, können wir noch gar nichts. Waffen reparieren. Ja. Okay. Okay, also zu was Kathedrale sagst du? Mhm. Kirche. Hier, ja, dran. Genau. Ah, die rechte Tür müsste offen sein. Ja, also nach, wenn man den Boss besiegt hat. Mhm. Aber jetzt schön runterkarten das Fett auf 85 Kilo. Das wird dann sick as fuck. Nico, wenn du gegen die DLC-Bosse kämpfst, wirst du wie bei The Evil Within 2 sagen, nee, kein Bock. Ja. Berken, komme erstmal in mein Alter. Ja, Spaß. Berken unterschätzt mich, glaube ich, ein bisschen. Ja, tatsächlich ist offen. So, jetzt ist hier offen. Ja, dann zum Aufzug rein. Dann gehen wir hoch. What? Wir haben so eine geile Frisur. Blaue Haare haben wir. Dann hier nach links. Alles ist gut, Bro. Was ist das für eine? Das ist ein Rollstuhlfahrer, der ein bisschen frustriert ist. Der ist leicht frustriert. Nips. Kommunion. Okay, was hier nach links? Weiterlaufen, dann vorsichtig einfach weiterlaufen. Dann reinlaufen. Ja. Lass mal hier Hackfleisch machen. Hier rein, oder? Ja, genau, und da den Treppen hoch. Ja, hier ist ein bisschen gefährlich. Lass dich mal kurz kommen. Der typische Dampfer flucht blöd, Zucker. Tatsächlich
Beim Fahrstuhl gibt es einen Geheimgang. Okay. Okay, hier ist eine Kiste. Kiste. Die Kiste. Okay, dann hoch oder was? Okay, warte mal, ich guck mal so kurz nochmal durch. Ah, genau, hier war noch ein Weg. Ich muss wieder mich mal erinnern. Erinnern. Ach, da ist er. Bastard. Little Bastard. Okay, geh mal hoch. Wo sind dann wieder Gegner? Ja, ja, ich weiß. Dagger. Zack. Alter, der fliegt da runter. Dickes Kaltblut. Sechsmal wieder. Okay. Muss irgendwo eine Leiter sein? Mhm. Hier hinten irgendwo, glaube ich. Ja. Dann musst du wieder reinlaufen. Und dann sind da wieder Gegner. Mhm. Und dann ist da irgendwo eine Truhe. Kann man eigentlich nicht übersehen. Jupp. Yip, 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 yip. Lightweight, baby. Was? Kann man deinen Bruder irgendwie erreichen? Ich hätte ein Angebot für ihn zwecks Streamen, Games Publishen und vorbestellen. Vorstellen. Was meinst du jetzt? Welchen Bruder? Springt auch ein Gehalt raus. Welchen Bruder? Bro, ich sehe hier gar nichts. Hier ist kein Eingang. Hey, da muss er da sein. Ach, da ist er. Da und da ist die Truhe. Auf jeden Fall alle, die Ninja Gaiden kennen und gezockt haben, wissen, wie schwer es war, platinieren oder eher gesagt 1000 G zu holen. Ich hatte damals schon dran zu knabbern gehabt, aber 1000 G gehabt. Ja, Ninja Gaiden 2 war finde ich, am schwersten. Hallo, Alana. Aha, hier ist die Kiste. Genau. Und hier ist ein Weapon, oder? Ne, ein Abzeichen. Ah, Jägerabzeichen. Ja, und durch das Abzeichen kann man ja dann Waffen kaufen. Ja. Nice, danke, Brudi. Also das werden jetzt halt, von... Gesperrt. Von 26 Jägerwaffen werden das jetzt schon 18. Ja, die müssen natürlich kaufen, aus meinem Shop. Okay, dann gehen wir runter. Hier können wir noch nicht hoch. Yes! So, da ist die Kacke. Zwilling! Yes! Wir können jetzt upgraden. On the next level. Buff for 1k, schreibt uns ganz nach unten. Ja, ja, ich weiß. Scheiße, ich hab... Egal. Ist mir egal. Ja, an welchen Bruder? Ich suche Testspiele mit Ahnung. An den Bruder meldet sich einfach bei mir unter
Ja, muss ein bisschen mehr über dich sagen, Digga. Was für Testspieler? Also was? Von wo bist du? Von wem? Von welchem Publisher oder was? Die Amor mit schreibt, er hat wieder Lust zu spielen. So, geh mal hier hoch. Wir haben wieder Lust gemacht. Yep. Christa hat geschrieben, ich muss mir unbedingt eine Liste machen, was in meiner Kontrolle ist. Hab schon wieder knapp 2 Stunden rumgenörgelt vor mir hin. Uiuiui. Shit, ich hab, glaube ich, einen Fehler gemacht. Nick 2005 schreibt, moin, cool, Bloodborne wollte ich auch mal probieren. Shit, das war ein kleiner Fehler. 1-1 zu hoch. Der Reelson hat geschrieben, du bist nicht gemeint, Pumper. Wer? Er hat geschrieben, du bist nicht gemeint, Pumper, ich meine deinen kleinen Bruder. Was für Pumper, Alter, was laberst du hier? Was für Pumper. Wer bist du überhaupt? Was für fucking Gehalt überhaupt? Weißt du überhaupt, wer wir sind überhaupt? Ich mache ungefähr 30.000 im Monat und wenn du... Wer bist du überhaupt, Alter? Also, dass du hier so laberst und so. Denkst du, dass wir irgendwelche kleinen Hurensöhne sind, die für ein kleines Gehalt dir, was weiß ich, nachschlecken oder was? Da musst du schon andere Leute suchen, Alter. So. Weiter geht's. Wir haben eigene Projekte hier. Bann mal den kleinen Schmuck. Soll er seine Testspieler suchen? Und ihnen ein Gehalt versprechen. Pumper, blöd. Fettsack. Das ist wahrscheinlich ein Fettsack, denke ich mal. Wenn er mich als Pumper bezeichnet, dann ist er wahrscheinlich ein Fettsack. Die haben immer ein Problem damit. So, ich glaube. Okay, jetzt glaube ich, kann man springen, oder? Ich glaube schon. Ah, hier. Gehalt in mir versprechen, oder? So, passt. Ich glaube, hier ist noch eine Bestie unten. Oder? Okay. Ah, da ist sie doch. Hä? Wieso macht er nichts? Hä? Ah, jetzt so. Hello! Nico ist Pro-Gamer, er schafft alles, was er will, wie alle gesagt haben, mit den Gerüchten bei Code Veronica Battle Mode ist in der Poll nicht zu schaffen. Nico hat gezeigt, wie man das schafft. Nicht zu schaffen. Was ist los? Tester, bestimmt Urintester. Urintester. Gehalt will er mir hier versprechen, Alter. Sucht irgendwelche Schulkinder. Gehalt von 300 Euro. Das sind die Besten, fühlen sich auf wie die Dicksten und haben dann nichts zu bieten. Ich kenne solche Leute. Mit Aufstiegschancen, Bro. Mhm. Mit Aufstiegschancen. Von 300 auf 350 Euro. Schöne Grüße aus Gladbeck. Jojo. Schöne Grüße zurück. So, jetzt geht's hier weiter. Könnt euch bewerben, Leute, bei diesem krassen Typen. Hat euch ja die Daten geschrieben, bewerbt euch mal als Pro-Tester. Für ein krasses Gehalt. Kriegt ein krasses Gehalt. Pappnasen, da. Ganzes Internet voller Pappnasen, hab ich das Gefühl. Gell? Ja. Ist so. Ruf mich Hahn, komm in mein Team, bald. Pff.
Pumper, blöd. Das schaut doch fett aus, oder? Okay. Irgendwie so ein komisches Gesicht mit einem Hamster in der Fresse. So, kack Pistolete, kack. Was ist los? Was ist los? Ja, Matt Don One hat geschrieben: Porsche Cayenne S, Jungs. Kennst du das? Ja. Leute, bewerbt euch! Kriegt ein krasses Gehalt dort! Kommt in die WhatsApp-Gruppe! Kommt in die WhatsApp-Gruppe und kauft vorher ein Paket für 777 Euro. Ausbildungspaket. Oh Mann, Alter, wir lieben leider. Weißt du, was lustig ist? Ah. Er hat geschrieben, nicht du bist gemein, Pumper, sondern dein kleiner Bruder. Und dann Punkt, 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 werde unabhängig. Was, werde unabhängig? Okay. Vor allem Brazzer ist noch breiter als ich. Er ist kein Pumper, aber ich bin ein Pumper. Brazzer wiegt, was weiß ich, 30 Kilo mehr? Oh Mann, Alter. Ja, der unabhängig, Bro. Schnell, für ein Gehalt von 350 Euro. Informatiker schreibt Zucker. Das ist die Beesblatt. Ich wollte nicht ein Gehalt. Als Spieletester. Marco schreibt, Urintester, billiger, kommt alle. Meldet euch dort. Das ist krass, krasser Scheiß, krasse Möglichkeit mit Aufstiegschancen. Wie bei McDonalds. Scheiße. Oh Gott im Himmel, Alter. So, was haben wir hier? 20 Einsichten. Gott im Kiemel. Gott im Himmel! Im Kiemel. So, hier ist ein bisschen tricky. Hier kann man sich sehr schnell verlaufen. Ja. Hier ist richtig tricky. So, tricky, warte mal. Hey? Ja, ich sag ja, hier kann man sich echt verlaufen. Bleibt mal links erstmal. Verdient man auch den Urinbeidel? Ne, ernsthaft, Leute, sind voll die Aufstiegschancen bei euch, wenn ihr dort euch bewerbt. Der entscheidet, ob ihr da teilnehmen könnt. Also, gebt euch die Chance dann. Als euer gnädiger Boss. Ralf Müller schreibt, du sollst bestimmt Pumpernickel testen. Pumpernickel testen. Er gibt euch die einmalige Chance, ja? Als euer Boss. Ja, bestimmt alles über euch. Davide Ferraro schreibt, Tester für Prostata und so. Ja, seid froh, dass er euch die Chance gibt. Müsst ihr schön dankbar sein. Kriegst ein gutes Gehalt. Mit Aufstiegschancen, wie gesagt. Kommt in die Gruppikus und testet Urinikus. Aber wenn ihr Pumper seid, dann wisst ihr nicht. Ja, genau, nur Fette kommen rein. Deswegen hat er dich ausgewählt. Weil Brass hat noch ordentlich Übergewicht. Vielleicht sind das Abnehmprodukte, die du testen musst. Während dem Spielen. Ja. Während dem Spielen. Kann man abnehmen und gleichzeitig Dark Souls platinieren. Das schafft das die Psyche. Ins Kaloriendefizit zu gehen plus noch... Genau. Ah ne, von hier bist du gekommen. Ah, von hier bin ich gekommen? Ja. Oh, motherfucker. Marco fällt gleich von der Couch vor Lachen. Marco, lach nicht. Das ist eine ernsthafte Chance. Ah, genau, von hier bin ich gekommen. Das ist eine ernsthafte, einmalige Chance mit Aufstiegsmöglichkeiten. Ja? Mit Aufstiegsmöglichkeiten. Kommt jetzt in die WhatsApp-Laber-Gruppe. Genau, kommt da rein, bewerbt euch. Kauft ein Paket für 777 Euro statt 3077 Euro. Und dann könnt ihr Mitglieder werden der Premium-Gruppe. In der Premium-Gruppe könnt ihr nochmal 1, 2 hinlegen.
Und dann wird erstmal Urin eingesammelt, getestet. Hi, Artyom. Wenn der Original ist und ihr keine Pumper seid, dann könnt ihr in die nächste Gruppe rein. In der zahlt ihr nochmal 3,7. Nochmal. Und dann schauen wir weiter, dann erzähle ich euch ein Geheimnis. So, jetzt haben wir die Tür aufgemacht. Yes. So. Ja, die Tür kennst du. Hier ist jetzt noch der nächste Boss. Der ist auch krass. Und lacht nicht so im Chat. Das ist eine einmalige ernsthafte Chance. Weil die Leute nehmen nie was ernst. Ja, die checken dann. Hier ist der Boss hier oben. Wir konsumieren meine Fresse. Einfach alle ein Krautikus. Ich finde das scheiße, dass ihr darüber lacht. Da kommt ein Mann rein ins Chat und gibt euch eine Chance. Und ihr undankbar, komplett undankbar einfach. Hat sich nicht mal vorgestellt im Chat. Oder solche Energy Drink Pulver gegen Muckis. Ja. Wisst ihr, er kommt hier rein, stellt sich nicht mal vor, gibt euch nur eine einmalige Chance, erniedrigt den Pumper und dann wundert er sich, warum die Welt so gemein ist. Die Welt ist nämlich sehr gemein, wisst ihr das? Oh. So, 20 Einsicht. Wir machen jetzt erstmal alles auf. Christianchik, hast du eine Empfehlung zu Powergetränken wie Red Bull? Red Bull? Red Bull ist Beste! Ja, entweder hier Effekt mit BCA, ihr Bandeblatt. Ja, ist ja auch geil. Oder einfach einen Booster kaufen von Sportnahrung. Kacken und so weiter, Blatt. Godlike, nein, wie heißt das? Gott. Blatt! Wie heißt das, Mann? Warte mal, ich google mal für dich. Ich bin mal so nett. Nein, mach es nicht! Mach es nicht, Bro! Er nutzt dich aus! Er nutzt dich aus! Du musst unabhängig werden! Ah, wie hieß es? Götterpuls. Ah, oder? Ja, ja, Götterpuls, genau. Götterpuls, Ibane mit Himbeerikus. Das hat uns unser Trainer empfohlen. Trainer. Oi, ich weiß nicht, Blatt. Hitmarke, der Blatt. Hopp. Hey, Bro, willst du dich nicht vielleicht doch noch bewerben dort? Vielleicht? Hm? Warum? Gehalt? Das ist kein Gehalt. Da wird dir dann gesagt, teste zum Beispiel Goat Simulator. Giftmesser. 12 Stück. Also wenn er mir jeden Tag 10.000 überweist und ich dafür 12 Stunden streamen muss, COD, okay. Und noch eine Nutte, die unten sitzt und... 24-7 und lutschen ist. Scheiße. Bro, das sind viel zu kleine Ansprüche für dein Skill-Level. Also du drei Stück oder was? Ja, dann müsstest du eigentlich mehr verlangen. Meiner Erfahrung nach können nur die wenigsten selbstständig sein. Hab schon viele harte Pleiten plus Familientragödien erlebt, weil die Selbsteinschätzung viel zu hoch war. Ja, auf jeden Fall. Hat geschrieben der Walking Ghost. Weil die meisten Leute überhaupt keine Ahnung von Selbstständigkeit haben. Machen irgendeine Bullshit-Scheiße. Ich bin ganz normal reingegangen seit 2015. Und schön durchmarschiert, Alter. Easy going. Mach Papa regelt. Würdet ihr es feiern, wenn es mal ein Resident Evil rauskommt, was in einem Paralleluniversum spielt? Quasi ein What if alle Dinge laufen anders als in Kanonen? Was? Kanonen? Für so Kanonen? Raccoon vielleicht. Ah, Raccoon. Raccoon-Blatt. Raccoon City, Blatt. Ja, warum nicht? Ich würde das feiern. Mit meinen Eiern. Wie gehst du da, Blatt? Yes! Wie gehst du da? Super, Blatt. Bravo, Nico. Glaubt ihr, es kommt PS5 mit 2 Terabyte? Ja. Mit 10 Terabyte. Ich denke, 10 Terabyte plus 20 Terabyte Flops. Aha. Mehr Spaß.
Wie Grasblätter, hast du gesehen? Wie Grasblätter. Husch! Husch! Du kannst mir schon vorstellen, 2 Terabyte. Mit Sense. Das ist wie. Dekomariert. Das ist wie Grasmähen. Christianschik, du hattest diese Woche so eine grüne Dose Bauergetränk, halbe Liter, hast du sehr gelobt. Ну это вот эта хуйня вот тут, блядь, вот посмотри. Эффект, блядь. Вот, блядь. Mit BCA. Эффект. Mit BCA. Ja, das ist echt geil. Das ist neu, oder? Keine Ahnung. Ich hab früher eigentlich nur Rockstar und Monster Energy getrunken. Kanon bedeutet Hauptuniversum. Ach so. PS5 mit 2 Terabyte Festplatikus. Oh, ein Huerstiger. Купи себя, блядь, komm, Эффект с BTS и все. Komm gleich zu dir. Finde dich. Oder wie spät ist jetzt? 7 Uhr. 7 часов. Ich mach noch schnell einen Boss fertig und dann komm ich, okay? Артём, купи себе Эффект, ебаный, блядь, и с BTS. И хватит пиздеть, блядь. Да. Сидит, блядь, тут пиздит, блядь. Купи, випи, играй, блядь, день и ночь. Сука, блядь. Energy ему нужен, блядь. Du musst ohne Energy sogar spielen. Артём, не за что. Ein echter Gamer spielt auch ohne Energy. Energy ему, блядь, нужен. PS5 mit Laptopic-Anschluss. Ein geiles Dead Space Remake, nein, oder was ähnliches wäre geil. Irgendwas mit guter Sci-Fi und Horror eben. So, schön alles einsammeln. Oh ja. Was war hier nochmal? Ja, ich mach jetzt noch den Boss schnell. Und dann gehe ich Asse. Auf die Straße. Die Straße? Nee, weil ich muss noch was noch besprechen. Dann geht's ja noch ins Meeting. So. Gehen wir mal schnell zu Rick. Ah, genau. Hier können wir. Hier ist auf jeden Fall der schnellste Weg. Weil ich würde noch schnell upskillen. Alex, hallo! Artyom schreibt fürs Gym manchmal. Gym, блядь. Du musst natural trainieren. Aha. Ohne Energy, ohne alles. Мы же тоже пьем. Ohne gar nichts. Sonst bist du kein echter Mann. Energy, блядь. Du musst dir Nackenschellen geben, bis du so einen Zustand hast, dass du einfach, ja, implodierst. Einfach BCAAs rein, Energy. Also Booster. So. Bisschen Glutamin, Citrullin-Malat und dann geht's schon. Am nervigsten sind für mich die YouTuber, die Werbung für Level Up Energy Drinks machen, ach so, obwohl es großer Müll ist. Ja, ich hab's noch nicht probiert. Ich kann's nicht beurteilen. PS5 mit Tastatur und Maus für Gronkh. So, also, wir brauchen Stärke und wir brauchen Geschick. Ich würde das immer abwechselnd skillen. Ah. So. Ninjan schreibt, Jo, Bloodborne Platin ran, viel Glück, wird echt hart am Schluss, hab das vor circa 3 Wochen platiniert. Jo, danke Digi. Ja, das packen wir schon. Informatiker schreibt, Naturprodukte. Was für Naturprodukte? Naturprodukte. So, fliegen Natur. Wir zum Boss. Boss, was los? Boss, was los? Naturprodukte. So, wie viel Zeit haben wir noch? 7 Uhr? Papa muss jetzt sich beeilen, weil du musst noch in eine Besprechung rein. Schaffst du ihn? Ja. Also ich schaffe ihn nicht. Ich bin Bloodborne Jungfrau. Ja. Aber rüpsen kann ich gut. Alter, ich habe 7 fucking Fiolen, okay? So läuft das nicht. Okay, dann müssen wir die leider noch kaufen. Müssen wir hier noch ein bisschen Geld sammeln. Kennst du auch die Klicks. Red Bull Melone. Bro, help me. Help! Somebody get help! Fiole, Blick. Wie Fiole. Wie eine Apfelschorle. La 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 la. So. Danke, Bro. Du bist mein Lebensretter. Lebensretter. Ja.
Schweine. Okay, die sind. Hoppa. Hopp. Sabatschka. Sabatschka. Маленькая собачка. Опа! Собачка! Чё ты тут, блядь? Гуляешь тут с собачкой. Окей. So, wer ist hier noch? Noch jemand? Will jemand noch einen aufs Maul? Gibt's hier jemanden? Hier waren doch ein paar Leute. Wir wollten, glaube ich, einen aufs Maul. Ich hab gehört, du wolltest aufs Maul? Oh, der Kapuster bleibt. Das ist wie Gras mähen, oder? Нихуя себе, ты чё? Чё, охуел, что ли, блядь? Ah, blöd, das ist doch unglaublich. Der springt einfach runter. Das Problem ist, es hat keine Heilung mehr. Hopp! Ja, komm! Hopp! 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 Komm, 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 zack, Blutfiole. 10 Stiegel. 10 Stiegel. So, ich glaube, hier ist noch eine Abkürzung. Oh, oh. La, 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 la. Was Mützen? Was? Warte mal. Nico sieht bald aus wie Kevin Wolter und musste aufpassen, dass du nicht platzt bald. Hä, was war das denn? Ach, was für Kevin Wolter, Alter. Der ist ein Lauch. Hä? What the fuck, was hab ich gemacht? Was hab ich getan? Eine glockenläutende Frau ist erschienen. Henriet ist durch die Resonanz der Glocke gekommen. Okay. Oh Gott, das ist super schon. Oh, Alter, ist das ein Kumpel? Alter Jäger Henry. Alter, das ist ein Kumpel. Okay, dann können wir zum Boss gehen. Honigtee und dann scheppert der Controller. So. Glutamin nehme ich auch manchmal, Christianczyk. Scheiß auf Glutamin. Du musst natural trainieren. Einfach. Идёшь, блядь, и занимаешься, блядь. Bodybuildingом. Glutamin. Kannst du jetzt. Denkt ihr, wir haben früher Glutamin gehabt? Ha? Kannst du 20 Gramm am Tag reinballern, wenn du hart drin bist? Ja, genau. Ja? Denkst du, wir haben früher Glutamin gehabt? Nicht anders. Nicht anders rein. Glutamin, bleibt. Was ist das für eine Generation? Wir haben kein Glutamin gehabt. Wir haben noch natural trainiert. Das sind Van Helsing-Typen. Nichoja. 8 Schaden? Nichoja, der hat aufgespielt. Na bleib, was ist das? Der trifft ihn nicht. Wo bekommt man eigentlich die Umbrella Caps? Einfach in die Videobeschreibung unten gucken. Dort beim Amazone bleibt. Amazonus. Glutamin. Ja, ich gebe euch Glutamin. Jeder, der hier mit Glutamin trainiert, ist ein fucking Stoffer. Nimmst du doch selbst. Ich mach Spaß. Du bist nicht mehr natural. Ja, wir holen uns das neue Crash Bandicoot. Und Kreatin, nicht забудь. Bandicoot, bleibt. Bandicoot. Weißt du, was Kot bedeutet auf Russisch? Das bedeutet Katze. Ja? Kot. Oder Bandicoot. Bandicoot. Okay, wir müssen hoch. Wir müssen den Boss töten. Bandicoot. Bandicoot. Ja, bedeutet. Bandicoot, blöd. Bandit, Koschka, blöd. Bandita, blöd. 300 Gramm Protein täglich. Ja. So, hier ist der Boss. Normal. Was denkst Warte du? Warte mal. Ach, wir kommen doch nicht rein, oder was? Oh, Bossig. Let's go. Henry, blöd. Ich esse so zwischen 250 und 300 am Tag. Okay, bist du ready? For the Boss? Ja. Okay, let's go. Schon lange nicht mehr bei dir reingeschaut, freut mich, dass du immer noch aktiv bist und Bloodborne spielst. Hab die Platin in dem Game schon, bin aber in Dark Souls besser. Schreibt Azuras. Ui. Krien, blä.
Geil, dass du wieder zuguckst, Digi. So, hier ist ein Boss. Jetzt wird er schön geplättet, bleibt von hinten. Ins Ohrschloch. Bandicoot. 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 So, da ist er. Vicarin Amelia. Wuhu, let's go! Was ist denn das für Missgestalten? Yes! Ah, da muss er nicht schaffen. Ich fand den damals nicht so schwer, den Boss. Schauen wir mal, wie der jetzt ist. Artyom schreibt, er nimmt auch Beta, er nimmt auch Arginin. Bleib, das ist ein fucking Stoff am Mann. meine Padruga freut sich dann immer. Hey, Bannin, Alter, das ist ein Stoffer. Das ist ein dreckiger Stoffer. Du bist nicht mehr natural, bleib. Finde ich schon krass, dass du solche Stoffe reinballerst. Ja, ich bin enttäuscht. Wir hatten früher kein Beta-Glutamin oder Alanin. Schon so Peters, Huyenin, blöd. Wir haben einfach trainiert, blöd. Schau dir die Jugend an. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen Anabola-Wirkung und Anabolika? Der Unterschied ist, dass... Spaß. Anabole Wirkung bedeutet einfach nur aufbauende Wirkung. Fertig, mehr nicht. Anabol und Katabol gibt's. Und Anal. Analbol gibt's auch noch. Das ist so ein Ball, den du dir im Arsch und nicht schlägst. Analbol. Na, bleib's super. Komm her! Vicarin Amelia ist auch mein Lieblingsboss, Berkan. Ja, weil das schwach ist. Weil das schwach ist. Artyom schreibt, anabole Wirkung baut auf, Anabolika sind Hormone. Ja, siehst du, das ist ein Stoffer. Artyom, du schon gerutscht. Du schon, bleibt da, na Anabolika ist die Stoffer. Asuras schreibt, hast du das Game schon gespielt? Wahrscheinlich nicht. Komm. Es gibt eine Taktik beim Boss, dann kann man den damit easy, schnell und einfach killen. Alles wird gut. Alles wird gut. Anabolika ist Drogen. Ich hab mich verwandt. Das sind keine Drogen, das sind Hormone. Das ist leider. Fuyu bleibt mit Marco schreibt, gibt Arschmuskulatur. Analbol. Du musst Analbol kaufen. Das ist Jopi, bleibt dir gekauft. Methan! Oh, mein Helfer ist tot. Oh, was raus, Alter. Das war ein NPC, Blatt. Ein schwacher NPC. Ich hab sie voll schwach in Erinnerung. Schau mal, ob ich direkt bin. Oh, wie früh hast du denn schon? Blatt, krieg Cheatkack. Der Cheatkack ist super, Blatt. Komm. Hopp. Ah, verzögert wurde Spiegel. Vielleicht geht die voll auf Nico ab, wenn die andere down ist. Nein. Oh. Wie cool ist hier Pauschal, Blatt? Hoppa! Dieser Sprung ist gut. Hast du gesehen? Konnte ich hier zwei Hits geben. Dabei, spring auf mich, komm. Du musst aufpassen wegen verpassbaren Trophys oder machst du drei Runs wegen den Enden? Nee, am Ende. Speichern. Am Ende kann man dann USB-Stick oder Ding anschließen, Festplatte. Und dann kann man drei explizite Speicherdateien machen. So, Bob Marley, Sakurio oder warum so gut drauf? Wartet, bleibt tut der Anabolik die Pulse jetzt. Gibt's auch Oralbolika, davon hast du keine Halsschmerzen. Hätten wir das. Hui, Nico, erst was ist passiert? Dabei, bleibt. Rudolf das Rentier, schaut wie Rudolf das Rentier aus. Aus wie Missgeburt. Mit Feuer würde sie echt schön brennen. Oh, ich wollte kurz Satz erleben. Komplett out of your mind.
Fresse. Nö. Trouble. Help! Somebody get help! Out of your mind. Hör auf, dich zu heilen! Hör auf, dich zu heilen! Ja, PS4. Was denn sonst? Es gibt noch PS4. Ah, ich glaube, mittlerweile gibt es noch PC. Dia schreibt, die rechte Hand angreifen, dann stunst du sie. Okay. Hanshi. Ja, die am Boden. Bieseln die uns! Mit 9-7. Macht keinen Sinn. Was ist jetzt genau schwierig an dem Game? Die Gegnersteuerung oder das Killen? Gar nichts ist schwer. Also man muss halt ein bisschen üben, die Gegner analysieren, wie sie sich bewegen, dann ist natürlich Wissen Macht. Ich würde jetzt so machen, ich würde jetzt rausgehen, weil ich muss noch was besprechen. Ich habe jetzt dann noch ein Meeting in meiner Schule und ich würde dann morgen länger machen. Also morgen haben wir mehr Zeit. Ja. Freitag machen wir Tony Hawk's. Hawk's Pro Skater. Seid dabei, liebe Kinder. Na, Spaß. Nee, seid dabei, wer Bock hat. Viele, viele Veteranen haben das früher auch gespielt. In ihrer Kindheit. In ihrer Jugend, besser gesagt. 15-15, perfekt. Ja, Leute, und wir sehen uns morgen dann. Also, haut's rein. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und... wir sehen uns. Peace.